Servus! Was geht? Servus! Was tut sie? Thomas! Grüße, was tut sie? Ja, ich habe gerade von einem sehr netten Herrn mir einen Bensen ausgeglichen. Geschlecht, Aber der mein. Mutter ist jedes Mal anders Auto. Ja, dann geht weiter. Ich und mein Freund, wir können uns eh beiden selber einen Bensen kaufen. Ja. Wenn wir zusammenlegen. Ja, wenn du willst, kommst du mit. Dann weil zu dritt ein Bensen und zwei Guardians voll machen, würde ich sagen. Wer ist, wo seid ihr? Ja, wir sind bei der Garage Richtung Walk of Fame. Oh shit, Kennst die? Walk of Fame kenne ich nicht, nein. Also weiter oben, wo du so einreist. Oben einreist. Oh, da oben im Norden. Ja, genau, also bei der Garage eben, da in der Nähe von dem Friseur und dem Kleidergeschäft. Da ist ja Ja, gleich wo rechts vor, davon wo, dann ja, nur Garage. wollt ihr hin? Wir würden Tomaten machen, glaube ich. Also das hat uns wer empfohlen, dass wir Tomaten machen sollten mit großen LKWs. Tomaten, okay, das heißt, wir treffen uns bei den Tomaten. Ich glaube, jetzt am gescheitern, Aber oder? warte. Nee, was denn? Vorder mal nicht hin. Komm jetzt mal zu der Garage da. Okay, ja, Weil der passt. passt. Bis Wieso? später. Was? Irgendwas im Busch schon wieder? Na, nichts im Busch, Danke, aber Michael. der was mir den Benzen ausleiht, der Dann hat zum anscheinend was Besseres Krankenhaus, als ne? Gut, Tomaten, gut. also. Okay, alles klar. Ja, passt. Dann bis gleich, gell? Ja, ciao. Passt, ja. Mikkel, hello, Julian und der Tom, servus. Abgesperrt, eieiei. Oh, dann fahren wir da. Fahren wir mal da hoch. Okay, ich habe mal so ein bisschen die Regeln durchgelesen. Meine Geschwindigkeitsbeschränkungen ist etwas, was ich aber vermutlich nicht wirklich gut einhalten kann. Aber sonst gilt rechts vor links zum Beispiel. Das ist ziemlich cool. Also allein nur das zu wissen, das reicht bei mir schon. Ja, wir fahren rechts. 9,3 Kilometer, das geht eigentlich. Das ist gar nicht mal so mega krass viel. Finde, wenn man hier Full Speed unterwegs ist. Ich bin immer mit meinem Rebel unterwegs. Gegner kauft sein Auto nach dem anderen, der Wahnsinn. Tomaten habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Das könnte ziemlich interessant werden. Ja, das ist Full Speed, mehr geht nicht bei der Mühle. Wahnsinn. Wenigstens ist es eine Autobahn, das geht der Highway da hoch, das ist schnell runtergefahren, mehr oder weniger. Was schneit's denn hier so oft? Ey. Geht es nicht. Eigentlich schneit es hier. Ganz, ganz komisch. Wasser, nur Kilometer überfahren, Wahnsinn. Eigentlich glaube ich, das war weiter. Zu dem Schraubenschlüssel auf der Karte möchte ich auch mal unbedingt. Entweder Auto reparieren oder tunen. Ich denke mal, tunen wird es sein. War voll Lust, da mal hinzufahren. Das ist gerade das Blöde, ich mag die Jungs nicht warten lassen. Deswegen machen wir das ein anderes Mal. Ach, heute kein Öltour bzw. kein Weintour stört mich jetzt aber auch nicht unbedingt. Wollte halt ehrlich gesagt eh nicht unbedingt machen, weiß ich nicht. Haben wir jetzt die letzten Tage oft genug gemacht. Und auch relativ gut verdient dabei. Ich glaube 25.000 habe ich schon auf meinem Konto. Das ist nicht wenig. Also für die ersten Tage ist schon mal ganz ansehnlich, auf jeden Fall. Und wir haben nochmal 3,5 Kilometer circa. Boom. Ja, es geht dahin, es geht dahin.
Offen sie dir am Benzen, Wahnsinn. Der Hund, der spürt, das gibt's ja nicht erst. Der das. Jeden Tag ein fetteres Auto. Das ist Julians, ja was. Beste, geht's. Ah, 1,4 Kilometer, nice. Die Grafik ist trotzdem gut. Ich mag die Grafik gerne. Ich mag das Spiel nicht unbedingt. Also über alle geht ja 5, mag ich nicht unbedingt, aber die Grafik ist halt mega geil. Ja. Ignaz? Funkloch. Das. Ja, was? Entschuldigung, bin gerade gefahren, da war eine Polizeistreife. Ah, klar, Ding. Also wir fahren jetzt doch Tomaten auf jeden Fall. Ja, weil das ein bisschen ruhiger ist. Ne, wir sind da bei dem Parkplatz. Der Garage, ja, passt, bis in den Umfang. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin sonst zwei Doppelungen. Achso. Ja, gut. Was mich. Warme nur. Ah, da hätte ich zu von China. Hä? Ich bin am Parkplatz. Garage, Parkplatz. Hm? Bist du sicher? Also, wir sind da unten mit der Garage. Warte mal, bei welcher Garage bist du? Bist du bei der weiter rechts, bei der Wohnsiedlung? Ganz im Norden, die nördlichste Garage, da bin ich jetzt. Typ, hängt's dir aus? Wir sind in der Stadt. Ich hab gesagt, beim Walk of Fame. Ich hab gesagt, wo man ankommt. Was? Okay, treffen uns bei den Tomaten. Da bin ich hergekommen. Egal, ja, wir treffen uns bei den Tomatenboy. Alles klar, bis gleich. Servus. Passt. War nix. Gut, theoretisch, wenn irgendwer in Ort ruft, sollte er noch rauskommen, ja. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt, dass ich einen Ort brauche, aber ich muss das eh nochmal abklären. Ich muss auf jeden Fall mal zu einer Polizeistation, weil ich. Hoppala. Weil ich. Das Problem ist, ich glaube, ich brauche einen Führerschein und ich habe keinen Führerschein. Und ich glaube, ich muss mich registrieren, ich brauche einen Ausweis und ich habe keinen Ausweis. Ich war halt auf jeden Fall in Grafnik. Deswegen ist ja das Video von Grafnik online, weil ich dort war, Julian. Da fahren wir wieder 3,7 Kilometer zurück. Ah. Johannes, servus, Daniel, hallo. Automatisch kommt ein Unfall natürlich nicht. Also irgendwer muss den Arzt rufen. Automatisch kommt da keiner. Ja, eine, aber nur eine ist ein wenig weg, findest du nicht, wenn du 92 und 93 groß hörst. Geschlechte, was da tut, na Alter, da waren so viele Leute und irgendwann zum Mittag, ich meine irgendwann zum Mittag, es war eh schon 11:30 Uhr. Schon nicht wollte immer. Und ja. Aber wir haben alles gesehen. Das einzige, was wir nicht gesehen haben und deswegen auch nicht im Video. Der Häcksler von John Deere in Aktion. Der war mega geil, war kurz, aber mega geil. Mailand! Servus René, grüß dich! Was geht ab?
Oh, jetzt kann ich auf die warten. Wollen wir jetzt aber gleich Batterien, ich möchte das mal ausprobieren hier mit dem Controller. Oft habe ich es ja schon gestern. Tomaten im Winter, juhu, wird verrückt. Nee. Was kann man hier machen? Uah. Dunkler wieder, ich lasse den Motor laufen. Beim Ralles gibt's nicht wirklich was Gescheites, okay, alles klar. Wissen wir das jetzt auch. Ja. So Sport erst, na, da war ich gerade schon wieder 13 Uhr, war ich glaube ich schon fast wieder da, fast daheim. Ich höre sie. Mir mor. Wow, was ist denn hier los, ja? Ja, einiges los. Ich hab den einfach ein bisschen verwirrt, ich glaube. Das hat gereicht. Ich glaube, das war jetzt auch nicht so schwierig bei ihm. Nix. Also ich war ehrlich froh, und ich hab's jetzt dem Burm gesagt, ich war froh, dass wir um 9 unten waren. Ich glaube, wir waren fast Punkt 9 unten. Weil wie wir gefahren sind, waren noch so viele Autos. Nur das mit dem akademischen Hintergrund mal. Aber auch schon angeschrieben war es zum Parkplatz finden. Aber es haben sie beim ersten Mal gefunden. Aber in diesen Zeiten wie heute weiß man ja nie, was so geil. Gendermäßig gerade richtig ist und politisch korrekt. Ja, so auch geil. Jo. Ist da. Und ich kenne er, sie und Was? Ah, da ist er. Und nicht ganz sicher. Was? Ich kenne nur er, sie und nicht ganz sicher. Sollen wir ja ganz schön viel zum Mauer einladen. Ja, 7 Kilo dürfen wir jetzt wohl machen. Ja. Ja gut, aber ich. Thomas. Ha? Was für ein neues Engerer? Ja, wow. Benson. Das würde ich keinem erzählen. Alter, da stehen mehr Benson, oder? Hinter ah, der, du sagst, der ist ausgepackt. Hm? Der ist geliehen oder der ist geliehen, ja, gratis. Gratis, ja, Alter, voll der nette Typ. Sag, hast du schon dein Praktikum angetreten oder ist da was aus? Ah, na, die sagen, wir müssen mindestens 2 Wochen da leben. Ah. Wie lange bist du schon da? Ja, ungefähr 4 Tage. Ja, stimmt. Ja, bis der Team brauchst die Arbeit eh nicht mehr machen, wenn du so weiter tust in dem Tempo. Ja, man muss reinhusteln. Na eh, passt eh. Stellung. Nach den 2 Wochen gehört die Polizei dir, wenn das so weitergeht. Ja. Gehört das FBI mir. Ich sag, was ist das? Also, ich hab mir jetzt ein bisschen Arbeit am Bürgerservice. Also ein bisschen umhören und umschauen, was es so gibt, weil ja meine Frist quasi abläuft. Hast du das gehört? Man braucht scheinbar wirklich eine Vorerlaubnis hier. Man braucht echt eine Vorerlaubnis? Ich muss mich da mal irgendwie ganz unauffällig erkundigen.
irgendwo. Also ich hab, wir waren vorhin bei so einer Lizenzstelle. Okay. Das ist in der Nähe von der Grove Street. Ungefähr. Ja, ich weiß, da ist so eine Zulassungsstelle. Mhm. Das war sie. Das ist so ein graues Hochhaus, so ganz groß. Steht recht nah. Aber ja, da ist eine Zulassungsstelle auf jeden Fall. Vielleicht ist es das, also keine Ahnung. Ja, da kann man auch seine Autos zulassen mit eigener Nummer, Schüler und allem. Okay. Vielleicht, weiß nicht. Ich meine, ich hätte ja nicht einmal Fahrzeugpapiere. Eben. Außer für meinen Guardian. Einen Guardian habe ich gekauft, aber zum Beispiel meinen Rebel, den habe ich einfach auch geschenkt gekriegt. Ja. Das ist komisch. Naja. Ich werde nur mir ein bisschen schlauer machen. Hm. Ja, es ist Lukas, Flusskrebs. Und 4 da schon eingelebt. Ja, sehr gut. Ja. Also wir waren ja beide beim LSPD, aber wir müssen halt noch ein bisschen warten. Hm. Wir müssen halt 14 Tage eingereist sein muss und das geht bei mir noch nicht ganz aus. Okay. Der ist ja sogar noch mir gekommen, also. Aber man kann ja immerhin schon mal die Bewerbung hinschreiben bevor, also so 2-3 Tage davor. Dann können sie das wenigstens schon mal bearbeiten. Das haben sie schon gesagt, dass das geht. Aha. Das macht es wenigstens. Für Bewerber. Ist das? Anscheinend, es gibt schon einige. Also wie wir dort waren, waren wir mit die anderen, glaube ich, 5-6 Leute so. Ja. Ja, da haben sie eh ein paar angenommen, aber die suchen anscheinend eh irgendwie so richtig viel Leid. Also so mindestens so 50 oder so. Oh, sehr, aber es ist nice. Ja. XME-se. Das sind anscheinend ordentlich unterbesetzt. Der Innendienst vielleicht, das würde ich gerade noch hoffen, aber. In der Leitstelle halt. Ja. Die Polizei zollt ja anscheinend sehr gut. Erfüll mal als erstes die kleinen Autos auf. Entschuldigung, die sind nicht unterbesetzt, die werden nur regelmäßig abgeknallt. Oh. Also deswegen ist es eine Karriere für die Ignaz. Halt dein Maul. Naja. Aber ein drastisches Polizistensterben hier. Interessant. Echt, also gut ist nicht, aber... Da irgendwie Gefahrenzulage. Ich glaube, deswegen zäunen sie wahrscheinlich auch so gut. Ja, weil das wird weil die eh wieder sterben. Super. Nice. Film mal als erster die kleinen Autos auf und dann den großen. Mhm. Weil dann können wir die kleinen mal abgesperrt lassen. Ja. Jetzt sind wir den kleinen Auto aufgefahren, irgendwie auf Frank. Ja, er hat seinen Guardian. Ja. Ich bin schon mal Olona. Achso. Das Wort noch hängt nicht, weil ich kann. Ich hau's mal bei mir eine, passt schon. Ja, ich brauch nur 3 Kilo. Jonas, servus. Austrian Rescue Design, servus. Zedfek, servus. Oh, sorry, Entschuldigung. Wo steht denn der? Also da. Nein, er steht da. Okay, was? Voll. Ja. Also wenn die Polizisten alle so wegsterben, dann überlege ich mir das, glaube ich, nochmal. Gut, dass gestern noch die Welt verbessern hier. Ja, ich will schon die Welt verändern, aber wenn ich dafür sterben muss, mache ich das sicher nicht. Du musst härter durchgreifen als die härter gegen die Polizisten durchgreifen. Ja. Ja, aber wenn ich. Du musst einfach schneller schießen.
Oder der private Sicherheitsdienst. Was für die? Das war nicht das gleiche, ne? Ah, ah, ah. Oder du spielst einfach an Gurdenpolizisten, der vielleicht. Du musst dir einfach mal eher mehr was in nur mit Papierkram oder so und dann. Ja, genau. Nicht kleinen genau. Außendienst und nicht. Ist nicht. Vielleicht bist du Verkehrspolizist oder so. Na, halt dein Maul. Jetzt Autos auf. Ah, was ja, ist das so lustig. Ich bin der Law. Kriegst du einen Stoppschild in die Hand druck, dann darfst du ihn hinstellen am Straßenrand. Ja, ja, ich stell die da mit der Warnwesten hin, einer. Kannst du auf die Kreuzung stellen, deiner Pfeife. Aber es kann ja auch nicht sein, dass die Polizisten da wegsterben und da tut niemand was dagegen. Ja, also eigentlich darf die Polizisten nicht so wegsterben. Weil, Mann, hallo. Ja, die haben halt an, ich mach ganz Wort oder so dann wahrscheinlich. Ja, dann, hey, dann machen wir das einfach. Wir machen das einfach auf. Ich glaube, die haben einfach keine Leute, die was für sowas ausgebildet sind bis jetzt. Weil ich weiß nicht, ob die Hilfe sucht. Ist schon stressig. Ah ja. Was, wisst ihr, wo man hier die Tomaten verorten wird? Na, bei der Oma Hilde. Bei der Hilde? Ist ganz weit im Westen, ja. Da habe ich letztens, das war spannend, wie beim 24-7 war, habe ich Produkte von der gelesen, habe mir gedacht, boah, es ist sicher nicht schlecht, Oma Hilde. Aber ja. Kann auch nur gut sein. Ost habe ich es noch nicht. Naja, GZ, Jonas. Ja, es gibt ja die Polizisten, also die haben auf dem. Was jetzt du doch, wenn man die Tomaten verarbeitet? Was ich da verhalt? Na, was hättest du gedacht, wo man es sonst verarbeiten muss? Keine Ahnung. Ich weiß, wo man Wein hinbringt und ich weiß, wo man das Öl hinbringt. Zuckerrüben habe ich auch noch, genau. Naja. Ich wollte auch irgendeine Sicherheitsfirma, glaube ich, gründen. Da habe ich jemanden kennengelernt, zwei eigentlich. Die haben mich nachher in die Stadt gebracht, aber das eher im Weg gelegen hat. Und die haben quasi. War geschwärmt, dass ich jetzt unter Sicherheit was Bereich Sicherheit irgendwas machen ja, oder? Wird das die gut verdienen? Ich glaube, ich werde mir jetzt die Tage mal umschauen bei der Polizei. Sowas doch lassen. Jetzt ah, nur so rein, haben wir es aufgestellt sein und so interessiert was? Mich. Ich möchte kannst ja Mitgliederzahlen fragen und dann so was also Statistik veröffentlichen, dass pro Tag 20 Polizisten sterben oder so. Keiner was tut und die Stadt eigentlich. Ja, stell dir doch als Bürgermeister auf, Thomas. Na. Bitte. Haben wir einen Bürgermeister? Ich glaub schon, oder? Irgendwie muss ich. Kenne ich noch gar nicht. Also für einen Ortsvorstand wird es zu groß sein. Mhm. Ja. Nee. Ich war beim Hafen und ich war im Norden jetzt. Ich war die ganze die Raffinerien und die Presse war jetzt. Jetzt werde ich mich dann die nächsten Tage mal, wie gesagt, beim Community Center umschauen und so weiter. Irgendwo muss ich irgendwas. Jetzt rennt man. Ich suche jetzt schon gar nicht mehr nach den Koffer, weil ich genau weiß, der ist weg. Das ist ein Scheiß. Ja, ich ärgert mich voll, dass es mir passiert, aber. Vielleicht war es ja irgendwie Schicksal oder so. Aber du willst jetzt nicht gleich ausreisen wieder, oder? Ich kann nicht ausreisen. Oh. Da sind unter anderem. Ist da der Reisepass auch drin, oder was? Der war da auch drin, ja. Ja, so, okay. Ich eingesteckt, ich wollte nichts bei mir tragen, weil ich nicht gewusst habe, wie es da unten ist, ne? Jetzt habe ich eigentlich im Handgepäck nur meine Kreditkarten, die wieder funktioniert. Und eben das Handy, das nicht funktioniert. Sonst. Wichtigsten Sachen waren eigentlich in den Koffer drin. Am sichersten haben wir gedacht, dass. Aber ein Handy weg. Hast du ja jetzt schon nice gekauft. Ja, ja, die Importen, die haben wir schon gekauft. Was soll passieren, Frank?
Was vom Chris nochmal was gehört, Ignaz? Vom Chris? Na. No. Schon lange nicht mehr. Aber vom Max ja nicht, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt, ja. Keine Ahnung, wo die sie verkrochen haben. In irgendein Loch. Ich hoffe nicht, im Ofen irgendwo. Mal. Meine Taschen sind schon lange vorher rein, schon fast Wasser, das hofft. Achso, ich muss warten bis... Okay, wieder geht vor. Wer geht dann arbeiten hier? Ist zwar langweilig, aber ich brauche Kohle, es hilft ja nichts. Geht leider anders nur nicht, aber wir werden natürlich auch noch eine andere Sache machen. Warte mal kurz. Auf was? Hey, bitte? Oder Kisten schlichten da drin oder was macht er? Ist er drinnen? Er ist drin, ja. Halt, pass auf, geh vor der Kloppen weg. Ich glaub, der kommt da nicht mehr raus. Er ist rutschig. Ja, ich hab mich die ganze Zeit dagegen gedruckt. Er hat ja keiner aufgemacht. Alles gut? Ja, mach mich dazu. Ja. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo es wenn es so hergehört hat, aber der ist länger nicht aufgestanden. Aber die Förderarbeit darf halt beliebt sein hier. Ja, schaut schon so aus. Generell aber bei den Zuckerrüben ist einiges los. Echt? Ja, ich meine, beim Öl ist immer was los, beim Wein ist eigentlich echt fast überall im Irgendwer. Okay. Dann haben wir eine frohe Leid, so unglaublich. Okay. Wir haben gegessen die ganze Nacht, weil man aber auch immer wieder Nachtschicht macht. Ja, wir sind dann später nochmal gekommen, wir sind gegen 12 Uhr oder so. Haben wir uns Nachtschicht angefangen. Oh, die schlagen sie da hinten. Ja, was? Sag was. Wo? Ja. Na, schon wieder gut alles. Okay. Mir schlagt sie. Hallo, Mann. Der Freundschaftsmatschkal gewesen sein. So ein Freundschaftsboxer, ja, den habe ich auch schon gekriegt heute zweimal. Ja, der Ignaz passt da nicht so auf. Ja, ja, der hat die Maxi auch gerade schon herbierend. Ja, kleiner Boxer, vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, eh. Ja, irgendwann habe ich einen Baseballschläger. Dann die sollte eigentlich hierzu, was du sagst, sollte die Zwischenenke. Also, sollte die nicht Zwischenenke stehen, so. Servus, Markus. Jetzt habt ihr schon mal umgekehrt wegen Wohnungen? Ja, aber da zahlst anscheinend ziemlich viel Miete und das jeden Tag. Pünktlich um 0 Uhr, ja. Okay, ich hätte mehr Interesse an einer Dauerwohnung, die verkaufen aber nur Mietwohnungen im ganzen Stadt. Wie viel reden wir da, wenn du sagst, sie mit? Naja, es kommt darauf an, was du kaufst, logischerweise. Ja. Aber das geht von 1000 am Tag bis 30.000 am Tag. Ja, da sagst du gar nicht Hallo, Markus. Hm? Da bist du 30.000. Ja, die Wohnung musst du ja davor, musst ja auch noch eine Anzahlung geht machen. Da denkt sich an Andreas, ist teuer. Ja, und dann hast du, wenn es nicht einen Tag deine Miete zahlst, dann kündigen die dir. So heftig. Und wenn es dann irgendwelche Autos in der Garage. Gar keine. Kannst da drin leben. Ungefähr. Wohnmobil macht da, glaube ich, mehr.
Das Einzige, was sie lohnt, ist vielleicht der private Garage. Ja, du kannst natürlich da schlafen gehen in deinem Haus und alles und so, und da kannst du wieder aufstehen. Aber ansonsten. Ja, aber warum sollte man sich das dann gönnen? Nicht? Naja, wenn man das Geld hat. Ja, dann, jetzt wusste ich ja, was du damit machst, ne? Aber anscheinend sind ja eh schon ziemlich viel heißer verkauft, also. Laut dem Typen, am Strand findest du relativ wenig und in die Winewood Hills. Ja. Bin ja eh nur weit davon entfernt. Ja, eben. Und wenn man, wenn wir dann endlich bei der Polizei sind, dann kriegen wir ja eh sicher Dienstwohnung. Mhm, bestimmt. Die werden uns gar nichts geben. Ja, uns nicht einmal, nein, wir werden nicht einmal schusssichere Westen kriegen, gar nichts. Ein paar haben sie nicht, weil sonst würden sie nicht sterben. Ja. Kriegst sicher, genau einen Taser. Die Polizisten laufen alle gehen mit Westen rum, was meinst du? Vielleicht sind sie nicht schusssicher, vielleicht sind sie nur gegen die Kälte oder so. Ja. Ja, genau. Nur gegen den Messerstich. Ja. Was macht die Hilde, die Oma eigentlich aus den Tomaten? Gute Frage, ja. Wahrscheinlich Tomatenmozzarella. Ah! Hilde! Hildes Tomatenmozzarella. Idiot! Schau jetzt halt einfach mal ein Hirn an. Was du machen, du wirst Polizist. Ja, genau, das echt, war nur ein Test. Ich bin da der Geschäftsmann, ja. Ich bin da der, was da die Autos holen und. Ah, nein, echt. In Wirklichkeit bist du einfach unser Sklave, schau. Ja, ich hab das erreicht, was ich wollte. Du tust genau das, was ich will. Wieso? Du arbeitest ja gerade für mich, was willst du eigentlich? Na, eigentlich arbeitest du für mich. Deppchen, ne? Aha. Ja. Dein Kopf drin, Ignaz. Merkt er das? Mhm. In den Kopf, da drin, sind wir nur mal drin. Na, scheiße. Ja, recht Sport. Ohne Aufgangs. Ja, ich bin voll. Ja, passt. Ja, ich bin auch voll. Dann gehen wir. Er hat ein Swapet da hergestellt. Okay. Gut. Er hat eine Schüssel erstecken. Ignaz? Ignaz? Hör doch mal auf! Schlüssel! Ah, Mann! Hoffentlich nicht in der Tasche ganz unten reingelegt und dann Tomaten drauf, das war nicht hier. Ah, da musst du, du musst da bei durchs Fenster musst du es reintun. Ja, da, durch die Ladendecken. Ah ja. Da hinten durch auf der Ladefläche da nehmen das nicht. Aber wenn es so Sonnenaufgang ist, dann sollte man vielleicht schon vorfahren, oder? Ja. Was nicht, Ignaz? Die 200 Kilo kriegen wir die noch zusammen? 150, das ist ja nix. Wie viel? Ja, die 150, dann packt sie jetzt einfach jeder voll und den Rest laden wir ein und packt sie dann auch keiner mehr nur sein Inventar davon. Füllt jeder nochmal aus. Ja, füllt sich ein Duschen, das laden wir dann da ein zusammen und dann fahren wir. Ja, also jeder hat ein bisschen was, damit genau, er noch jeder ein bisschen was, dann hat jeder auch noch Platz zum Umschlichten und so. Ich habe einen größeren Rucksack, die Tasche hängt sich vorne auf die eine Schulter. Gibt's sowas? Ich glaub kaum, hätte ich bis jetzt nicht gesehen. Ich denke das auch nicht. Ich mag solche Reisetaschen nicht. Na, das ist einfach die Gewichtsverteilung, ist nur auf einer Seite. Ja. Ich will wieder meinen Pfadfinder-Rucksack haben. Lange her, aber geil. Der war richtig geil. Den hast du, der hat einfach auf der ist aus der Hüften gesessen. Er hast so viel reingebacken, keine Ahnung. Kein Problem. Gute Gewichtsverlagerung. Vielleicht ein bisschen groß und zum, wenn's, wenn du ein bisschen zu viel nach hinten lässt, gibt's aber.
Läuft. Und sonst, Thomas, was hast du noch gestern gemacht? Ich war gestern... Achso, ich war noch auf ein Bier in der Bar. Was? Ja, sonst nicht viel, oder wie? Erstens war nichts los. Darf irgendein Umzug gewesen sein. Waren fast keine Leute. Und wirklich geschmeckt hat. Mir schmeckt das Bier da nicht so. Keine Ahnung. Ja, das Pisswasser ist echt richtig reidig. Jetzt hast du nicht umsonst so. Ja. Merkt man einfach, dass die da jetzt schon kein Bier kennen. Also, es schmeckt echt komisch. Jetzt habe ich es dann aufgegeben. Ich habe eigentlich umgeschaut, ob es jetzt irgendwo nur irgendwelche Möglichkeiten gibt, aber da sehe ich irgendwie nichts. Also wir hätten halt eine Taco Bar gefunden. Taco Bar? Taco Taco. Okay. Da gibt's Tequila oder was? Na, das ist im Tequila La. Da gibt's. Aber die ist derzeit geschlossen, weil da vor kurzer Zeit eine Schießerei war. Nächsten Polizisten gestorben, super. Ja, wahrscheinlich. Na, das waren nicht zwischen Polizisten. Das waren die Vagos, denen kehrt das Tequila La anscheinend. Oder das ist ja ein Stammlokal zumindest. Okay. Und dann sind da ein paar Blaue aufgereizt. Einer hat zum anderen geführt, auf einmal haben sie sich alle geschlägert. Ah, seit dass du eingreifst, wirklich, was, da drucke da die Damen, dass du reinkommst. Ich will es auch unbedingt. Du kriegst so auf die Fressen auf deinen ersten Arbeitstag. Ja, ich weiß so. Ja, so. Du wirst am zweiten Tag aufstehen, wirst du denken, ich will nicht mehr. Hast du Schichtdienst oder hast du 24 Stunden Schicht? Schichtdienst. Okay. Aber die Schichten kannst du selber einteilen. Ach so? Außer sie brauchen die unbedingt, dann rufen sie die an, logischerweise, dann musst du den Einsatz kämmern. Okay. Aber so oder so verlangen sie, dass du 90% deiner Freizeit aufgibst für die Polizei. Ja, nichts mehr auf die Förder- oder Ölquellen stehen, ne? Ja, wie ja gar nicht, was wie auf diese Drecksförder erreicht. Ich bin nicht tausendmal lieber im Büro und dort eine Akten oder sonst was. Wir Hauptsache nicht Finger schmutzig machen. Ich bin eher ein Mensch der geistigen Arbeit. Ja, da führt er halt einfach das Geistige dazu. Fuck you. Das habe ich mir halt weggekifft. Aber die Joints, die uns da gestern verkauft haben, die waren richtig scheiße. Was dann los kriegt? Ja, ich habe nur welche gekriegt, aber das war ein ziemlicher Joke. Ja. Ja, ich würde sagen, wir lassen es. Was willst du vorher oder was? Ja, so gut wie. Wenn's Kilo wird, die noch eine schlichten. Eine gute Schlicht. Ja, 4 Kilo schlicht die auch noch auch irgendwo unter. Also, ich bin ready, wenn ihr. Ja, ich war beim Auto fang. Komm, weißt du, was das Beste war? War da unten. Wo warst du unten? Finsterwärts. So, ja, nice. Ja. Wow. Das ist jetzt schon wieder für ein Stunt.
Boah, die Straßen, die liegt mir nicht. Die mag ich gar nicht. Aber jetzt früher oder später einen bösen Unfall geben, fürchte. Entweder kommt dann ein Gegner auf meiner Seite oder ich auf seiner Seite. Jetzt schon wieder so eine Abkürzung, die keine Abkürzung ist wahrscheinlich. Oder kommt schon einer, das geht schief. Richtig Arsch. Ja, fahr du vor. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß, dass das ziemlich eintönig ist, es ist trotzdem cool, wenn man sich irgendwas da warten muss. Und ich bin mir sicher, es gibt da noch 100.000 andere Möglichkeiten, die wir irgendwie in Angriff nehmen können. Was wir werden, wenn wir mal ein vernünftiges Auto haben, damit wir uns Kohle irgendwie sichern. Und das ist wichtig. Der Rebuild ist geil, keine Frage nicht so. Erste Auto, top, wirklich. Aber sicherlich nur eher Staufung, ganz sicher nur eher Staufung. Die Straßen taugt mir überhaupt nicht. Hey. Überhaupt nicht. Und das für eine blöde Straße, sicherlich nicht die offizielle, 100%. Boah, boah, da darf da aber auch keiner entgegenkommen. Hey. Darfst du aber auch nicht oben fahren da. Aber der ist so vorbei. Verschneit alles hier. Bitte, super. Brich bald einmal eine Feder bei meinem Auto, wirklich. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut trotzdem das Fahrverhalten ist von dem Auto. Über das Fahrverhalten könnte man mal am wenigsten beschweren. Die Optik ist gewöhnungsbedürftig, obwohl der Pickup ist relativ geil. Gefällt mir persönlich ganz gut. Aber hier so fahrverhaltenstechnisch. Bussi, wirklich. Er schlecht, er schlecht. Also wenn uns jemand irgendwo überfallen möchte, dann ist es sicher hier. Irgendwo auf der Strecke, der fährt da drüben, fährt jetzt da hoch. Ich dachte schon wieder. Lol. Lecker mir, ihr habt, Alter, das ist, was ist das für Schmugglerstraßen gewesen, Alter? Auf jeden Fall. Ja, ich hab mal alles reingelegt. Alles bei ihm reingelegt? Ja. Sinn. Ich muss haben, ich muss kochen fahren, also. Weißt schon. Ich hab da noch ein Date. Ein Date, okay. Lass halt abrennen, viel Spaß. Ja, jetzt sind sie mal wir zwei. Weißt du dann auf oder wie habt ihr es abgeregelt? Mhm. Wie habt ihr es abgeregelt? Jeder den gleichen Teil oder? Ja, wir rechnen zusammen und das dritteln wir dann einfach. Okay, cool. Servus. Guten Abend. Ja,
Na Mann. Hallo. What? Jo, das wird Cash. Puh. Lecker, lecker. Macht's gut. Ja. Wiedersehen. Ciao, ciao. Die Hilde macht jetzt aber schnell. Echt die geilsten Mutter. Ja, die werden. Die Hilde besser keine. Ich weiß, dass es ein Biker-Treff ist hier. Okay. Aber dass das so ein kleines Unternehmen ist, hätte ich nicht geglaubt. Ich glaube, das war ein Murz drum. Na, na. Nein, ich wette, die haben sie einfach nur Essen gemacht. Wahrscheinlich. Mhm. Aber dass dann in Wirklichkeit so einfach ist, Ja. Wundert mich. Und keiner sagt Hallo Lukas, das ist aber nicht nett. Jeder. Nur für Sengme und keiner sagt Hallo. Mama mia. Gut, dass ich nicht auf die Farm kommen. Nicht sein! Ich sperr auf! Wer hat die Schüssel nochmal auf? Ignaz, du kannst das. Kannst der Auto nicht absperren, Mann. Das ist nicht absperren, du musst ein bisschen hinten hingehen. Du musst ein bisschen umgehen. Das Fenster, ja. Acht. Besten einfach beim hinteren Reifen. Sag mal, der Fiat hat die Flamme am abgeholt oder was? Einfach so? Hm? Wer das Auto stehen hat lassen? Ach so, nein, ich habe den Schlüssel von ihm noch. Der hat sich da ein Zimmer genommen bei einer. Die haben ja auch noch Zimmer da. Ach so. Denkt. Na, na. Bin ich jetzt, dreht jetzt lauter? Ein bisschen. Ja, na, dann lasse ich das so. Ja, so ist so ist gut. Ja, ich glaube, das schaffen wir gerade noch vor 45. Geht's ja aus. Verkaufen weiß ich nicht, ob sie das noch ausgeht. Warten geht es sicher aus. Wir sind es klar, einer muss noch. Ja, das ist voll. Das ist voll mit Tomatendingen. Fertigen. Passt. Passt. Glaubst du, verkaufen geht's ja auch noch aus? Mhm. Das weiß. Wir müssen einfach nur zum allernächsten Supermarkt. So, schau mal auf der Karte. Shit, da ist. Ja, der nächste ist da unten. Passen alle zu. Das müsste Richtung Tuning-Werkstatt sein, oder? Ist Richtung. Na, Richtung Bar oben zu. Einfach nur in den Süden fahren, quasi. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Ich glaube. Ja, der Rest ist einfach quer, sonst quer für den, das quer. Ja. Also nehmen wir die unten. Ja, was, Jungs? Oder, nein, nehmen wir die oben. Das überlasse ich dir. Ja, aber das ist eine bessere Runde. Bis später. Wir sind um 11:30 gefahren. Und ich weiß nicht. Doch runter. Ah, oh, einfach nur Hatzen, nicht? Ist eh geil. Alles war scheiße aus. Bisschen rot bin ich geworden, aber geil.
Am bequemsten war es eigentlich, wenn der Wind dann gegangen ist, aber das war halt auch nicht immer. Aber kurz wieder, ich hab echt geglaubt, die Trottel auf die Schiff da gerade so entwickelt, weil ich glaubt habe, es regnet. Wie wir abgekommen sind, war es nicht so schön, ne? Was tust du, Alter? Er sollte halt weniger rauchen vielleicht. Der Ignaz, der wurde Giftler. Oh, servus. Ja, das sind wir eh voll schnell unten, Wahnsinn. Ich glaube, dass es so schnell geht. Das Autoverjahren ist so schnell, das hätte ich auch nicht geglaubt, der Transporter, dass der so viel Gas gibt. Wenn ich will, könnte ich überholen, möchte ich nicht, aber sonst muss ich mir ziemlich. Sonst muss ich die ganze Zeit draufbleiben, so. Ja, schneller. Was? Was, Ignaz? Mit dem Buff nur. Wart. Du verkaufst dir sowas und dann teilst du auf, gell? Ja, okay. Sonst wird schwierig. Sonst krieg ich einen unfairen Teil, nicht? Mhm. Weil wir vorher geredet haben über die Wohnungen, wenn es da, wo bewahrst du deine Klamotten auf? In meinem Auto. Ah, das geht? Verdammte Axt, ich kann ihn nicht mehr aufmachen, warte mal kurz, ich gebe dir mal die Schlüssel. Ja, klar. Guck mal ein bisschen um. Platzverschlüssel. Wie, du hast keinen Platzverschlüssel? Du hast Batterien gewechselt? Alter, du kannst, wo komm ich jetzt nicht mehr auch nicht. Hallo, Mann, das scheiß Auto fuckt mich gerade so ab. Du hast was dran. Auf den nächsten Tag. Aber ich. Also meiner geht. Keine Ahnung, ich versteh's nicht. Kommst du ein in den Kofferraum? Ja. Weil er müsste eigentlich offen sein. Und dann stehen wir irgendwie deppert. Ja, komm nicht. Not mal, geh mal weg. Ja. Ja, jetzt hat. Ja, kaum. Komisch. Mal 6-mal laufen, Ignaz. Hm? Musst du nochmal 6-mal laufen oder so? Wird schon. In der Meter 92 oder 93. Bewacht das Auto, dass sich niemand nähert. Mhm. Dir auf. Ja. Jappa.
Licht. Och, aber nicht. Ich denke, die vom Supermarkt, Mann. Aber wenn irgendwer aufs Auto sie vergreift, dann. Ja, wurscht. Ist der dir auf heute was gibt, Alter? Ah. Boah, so ein Donut war jetzt auch geil. Ich hab da die andere aufgehalten. Wurscht, lass uns einfach am besten. Ich hätte da gern helfen, dann habe ich sicherlich mehr als mein Auto. Haben wir noch Ignaz? Beste Zeit. Hätten wir das fast. Und was steht auf der Rechnung? So, 120.000. Na bitte, du. Ja, und in dem Auto vom Theodor war ja auch noch was drinnen. Deswegen. Er kriegt 5. Er kriegt 5.000. Ja. Beziehungsweise ein Stück, was steht beim Stückpreis? Bei 50, ja, 50. Also, warte, ich kann. Warte mal kurz, ich kann mal. Also, ich schreibe 120.870 Dollar sind das. Ja. Weil dann zahl das kurz ein und schau mal, was ich von Arm krieg. Warte, ich schreibe mir das kurz auf. 120. Boah, diese Schoko. 87. Okay. Das ist. 120. Sie, ja, 65.000 habe ich jetzt schon. In 2 Tagen? Ja, einhasseln. Ja, ja. Und ich habe ja schon 80.000 ausgegeben für die beiden Autos da, für die beiden Benzen. Für die beiden Guardians. Die merken kannst du gar nicht. Du hast keine Ahnung. Ist, 45 ist. Du weißt bei der Kohle nach dem Sonnenaufgang. Hm? Du weißt bei der Kohle nach dem Sonnenaufgang. Klar. Das ist geil. Oder ich weiß, was vorher noch mir ist, wurscht, aber ich fürchte, dass nachher irgendwas weg ist. Entweder mein Auto. Ich glaube, Sonnenuntergang ist eh schon. Eben. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. Items. Es ist komisch. Ah. Oh. Verbandskasten brauchbar. Passt. Genau das habe ich. Scheiße. Fuck. War so klar, dass das scheiß Auto weg ist. Fuck.
Ein richtiger Schnäppchen, 12.500. Also ich kann mir jetzt ein Taxi rufen, nicht, aber ich glaube, dass der Regner jetzt auch gleich wieder kommt. Taxi entweder zur Garage, was wahrscheinlich nichts bringt. Bitte. Ah, das Krankenhaus. Shit. Ist beim ACLS, ist da Maschine. Ja, weniger. Ah, da ist der Maskenshop, okay. Manheim Canyon. Gut, das wird man theoretisch. Theoretisch sollte man es finden, wenn man ein Taxi vorher ist. Na, auf der Farm komme ich nicht. Nein. Was? Nervt. Ja, ich wurscht die Rücken. Oh, da. Nehmen wir noch. Anton Taxi, ich spreche mit Paul Paladin. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Thomas Ackermann hier. Brauche ich bitte Taxi in die Benham 24/7 Shop. Ja, schicken Sie uns bitte Ihre GPS-Koordinaten via Dispatch. Dann machen Sie über Ihr Tablet. Ah? Dann haben Sie einen Telefonhörer mit so einem kleinen Plus daneben. Ah? Dann Taxi auswählen, kurze Nachricht und dann ist alles okay. Perfekt, super. Ja, danke, danke. Ihnen. Jo, tschüss. Tschö. Geil. Wie geil ist das? Das ist richtig geil, lieber Taxifahrer. Hab über Freude. Ich hoffe jetzt nochmal Ignaz an. Nicht, dass der Ignaz mitfahren möchte. Jetzt ist nicht. Okay, alles klar. Ich glaub, warte hier einfach mal. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis hier Taxi. Eigentlich bin ich gespannt, wie der es das wird. Ich glaube, dass das Feuer wird. Ha ha ha.
Früchte eigentlich. Schau, dass das länger dauert. Deswegen hätte ich gehofft, dass der Ignaz und ich uns die Kosten teilen und die Wartezeit versüßen. Scheinbar machen wir beides nicht. Blöde Ding, aber wie geil ist das? Du schickst da die GPS-Koordinaten hin und der Drops ist gelutscht. Jetzt muss ich mir das Wetterwärme ein bisschen anschauen. Dankeschön, Lukas. Okay, das ist Forum. Okay. Da geht das. Da geht alles. Aha. Better Gaming. Oh, hallo. Guten Tag, wir haben Taxi bestellt. Jawohl, das ist aber richtig. Steigen Sie bitte ein. Wahnsinn. Ja. Wo darf ich? Egal. Ja, das ist egal. So, muss ich im Bad sein oder ist? Ja, müssen Sie. Okay, was kostet der Kilometer? So, $100. Kann man, ich habe ein Telefon. Haben Sie? Okay, hol mal kurz. Da unten im Taxi, Sie sprechen mit Frau Paladin. Wie kann ich? So, wie gesagt, der Kilometer, wo möchten Sie denn hin? ACLS wäre das Ziel, bitte. ACLS, ja. So, das sind exakte Morgen 4,2 Kilometer plus Anfahrt, sind es genau $450. Perfekt, super. So, ich muss ein bisschen Ja sehen, weil ich muss direkt danach zum Punkt PD. Ja, ich bin da nicht wochensruhig. Ja, alles klar. Weil der Polizeikommander hat angerufen, der deutsche Taxi. Was man so hört, gibt es da Mangel an Polizisten, ist das? Das weiß ich gar nicht, da habe ich gar keine Informationen drüber. Aha. Ja. Einfach mal nachfragen. Ist nicht meine Schiene, also ich habe nicht vor, aber... Ah, okay. Aber was machen Sie denn so beruflich, wenn ich fragen darf? Nimm mal lang etwas, weil ich habe hier leider Gottes meine Termine versäumt, beruflich, weil mein Gepäckstück am Airport verloren gegangen ist und da waren meine Geschäftsunterlagen drin. Oh. Und ohne Geschäftsunterlagen und die entsprechenden Kontakte ist es leider Gottes ein bisschen schlecht. Ich habe nur mehr heute und wenn ich heute nicht im Office da irgendwie was kriege, bin ich nicht mehr lang berufstätig. Ich war Außendienstmitarbeiter, oder aktuell bin ich ja nur Außendienstmitarbeiter im Fremdenverkehrsamt. Ah, okay. Aber leider. Naja, gut, vielleicht wird es ja nochmal, ne? Ich werde es eifrig versuchen, es ist schon ein bisschen spät, dort nur wen zu erreichen, aber. Ja, das ist allerdings wahr, ne? Ja. Wir kennen ja die Bürokratie, ne? Die macht ja immer schnell zu. Ja, ja, das ist leider. Aber es ist sehr, sehr, sehr schön hier, sehr kontaktfreudige Menschen. Ich glaube, da gibt es ja irgendwo was. Ja, natürlich. Ne? Da, wie gesagt, einige viele machen ja Wasser oder auch Wein, Holz. Da trifft man sehr viele Leute. Ne? Das stimmt. Dann schon länger Taxifahrer? Etwas über einen Monat. Oh, doch schon, okay. Ja, ja. Ja, ich bin auch der Taxifahrer mit den meisten Kilometern. Ja. Ja, ich habe jetzt 5700 Kilometer auf dem Tacho. Gibt's da Bono vom Chef oder so? Nö, gibt's nix. Okay. Nö, ne. Wir werden ja vom Staat subventioniert, ne? Ah, okay. So, deswegen kriegen wir ja auch die Autos halt günstig. Oh. Ja, aber wir müssen Reparaturen, Wartungsarbeiten etc. alles selber bezahlen. Okay, perfekt, super. So, ich bin da sind wir schon. Für mich. Ja, mein Name ist Paul Paderin. Ja. Einfach durch Schwänze reichen und dann ist es gut. Ja, ja. Das waren 450. Richtig. Oh, ich bedanke mich. Ja, ich bedanke mich auch und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Rennfahrer. Geil. So, jetzt würde ich aber vorher gern zu einer Garage. Ja, egal.
Hallo. Hallo. Zahninformationen kostenpflichtig hier. Nochmal bitte, was ist kostenpflichtig? Könnten Sie mal gratis, kostenfrei nachschauen, ob hier mein Auto abgeschleppt wurde? Oder? Das müssten Sie selber tatsächlich mit Ihren Fahrzeugpapieren. Ah, okay. Das geht nur, wenn man die Fahrzeugpapiere hat von dem entsprechenden Fahrzeug. Okay, dann werde ich das mal machen. Danke. Genau, gehen Sie da hinten zum Gerd ja. Und den fragen Sie mal. Perfekt, danke. Hallo, der Herr. Hallo. Ah. Achilles. Zukunft, gelber Engel, Freunde, gelber Engel. Ah, das sind die grünen Kappeln, ne? Nicht die gelben Engel. Perfekt, also nicht. Oh, nice. Gut, jetzt sparen wir 250 Locken. Perfekt. Hi. Hey, ich wollte gucken, ob zufälligerweise die Fahrzeug von mir hier abgeschleppt worden ist. Jo. Machen Sie das. Gehen Sie hinten zum Gerd. Wunderschönen guten Tag. Nö, brauchen Sie nicht. Ist, wie gesagt, ist Happy Hour gerade noch eine Stunde. Also, ja, alles klar. Einfach hinten nachgucken, Fahrzeugpapiere vorzeigen und dann. Also bei Ihnen ist er nicht. Danke vielmals für die Auskunft. Alles klar, gut. Tschüss. Und viel Erfolg beim Suchen. Andor bei der nächsten. Wird Taxi anrufen. Das hört sich nicht gut an. Die BK-Mechaniker. Oh, Paul Paladin fährt wieder vorbei. Macht die nächsten Kilometer. Wieso habe ich da am Anfang Leben verloren? So, Lebenspunkte, das habe ich noch nicht ganz kapiert. Ah, shit, ich habe gerade eine Abkürzung. Da. Ist auch okay. Ist. Beauty Store. Auch nicht. Ich nicht zu Fuß, sehe ich leider nicht, wie viele Kilometer das ist. Das würde ich schon gern sehen. Ich glaube, das sind viele Kilometer. I'm ashamed, Adish. Oh, ich sollte auf die Straße schauen. Ah, bin nur immer fasziniert von den Fahrkünsten von okay. Paul. Scheiße, aber ist ja wirklich so, wo findet das Auto dann? Uff. Schlüssel. Ah. Weil ich fürchte, dass der jetzt. Jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Auto quasi noch in jeder Werkstatt, ob in jeder Garage zum Abholen ist. So, man sollte nicht über die Gleise laufen. Aha. Ah, hat keiner gesehen. Ah, komm wieder. Lol, das ist aber extra so ausgelegt, dass Körper da drüber gehen. Fährt nochmal Zebrastreifen. Okay, komisch.
Ob das so Absicht ist, das weiß ich nicht. Bei Underbelly. Paradise, okay. Ruf das Auto, sonst habe ich echt ein Problem. Aber kein unlösbares, aber trotzdem nervt's. Extreme, wenn das weg ist. Oh, ich will nicht über die Straße laufen. Ich muss aber fast. Wie ist es noch weit? Ja. Weil sonst kann es. Ja. Das Problem ist, dass ich auch nicht weiß, wo es sonst noch sein könnte, wenn es nicht in quasi jeder Garage, Herrgott, verfügbar ist. Dann ist es dort verfügbar, wo ich weggefahren bin. Vermutlich. Und das wäre ziemlich scheiße. Weil das ist ein breiter Weg, den wir schon mal gelaufen sind und die nicht unbedingt nur mehr laufen will. Wie mir gefällt. 300 Riesen gekostet, das Ding kostet 350 neu. Mir doch scheißegal, ob die Uhr schon 770 Kilometer. Na, bitte nicht. Oh Mann. Ist das wirklich für Boote jetzt? Das ist aber nicht. Ich schau jetzt drauf. Ja, scheiß drauf. Ich brauche jetzt nur mehr Taxi, mir ist das wohl. Ist mal wurscht. Das. Ich bin viel zu voll zum Laufen, keine Ahnung. Ja, offscreen kann ein bisschen. Ignaz. Was bist du? Ja, was? Was, ja, was? Alter, ich bin voll scheiße, Mann. Hm? Ich war gerade beim ACLS, ob mein Auto dort ist, mein Auto ist nicht dort, jetzt hätte ich geglaubt, das ist ein normaler Garage im Reiseführer, dabei war das der Yachthafen, das ist ein Dreck. Da habe ich nochmal Taxi angerufen, dass ich nochmal in die alte Garage schaue. Hm. Wie hat denn der Transporter? Das ist eine gute Frage. Ja, eben. Ich werde zur Gerichtsgarage schauen, also da hat er ja gesagt, dass ich hin soll, von dem ich den ausgeglichen habe. Okay, ja, schau du mal, ob du was findest, weil ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Nee, ich kann das sonst mein Guardian geben dabei, das ist eh gescheiter. Komm einfach zur Gerichtsgarage. Ob ich sag's, Gerichtsgarage? Mhm, okay, du weißt, wo das Gericht ist? Nein, ich habe ein Taxi bestellt, ist schon da. Der wird's wissen, sag ihm einfach Gerichtsgarage. Perfekt, super. War nett, dann melde mich nochmal bei dir. Ja, warte kurz. Ja? Wieso? Also, du hast schon beim Schrottplatz geschaut, da war der Auto nicht drin. Genau. Du musst jetzt weiterhin schauen. Sonst schau mal bei der Garage, wo du das letzte Mal eingeparkt hast. Das war mein hast. Plan. Ihr glaubt, ich schaue zur nächsten, dabei war das der Yachthafen. Ist nicht gut einzeichnet, der Reiseführer. Und ich schaue zu der Garage. Jetzt hätte ich zu der Garage geschaut. Soll ich vorher zu der Garage schauen oder vorher zum Gerichts? Okay, jetzt kommt Taxi. Na, also. Fahr zur Gerichtsgarage, weil alles du klar, kriegst eh mein Guardian. Passt, alles klar. Danke, Ignaz. Passt. Tschüss. Guardian. Ciao. Ah, da kommt er schon. Ja, Herr Baladin. Ja, steigen Sie ein. Ja, ich bin schon wieder, tut mir leid. Gerichtsgarage wäre. Wäre das ja. Ziel, bitte. Moment, kleinen Moment, ich hab noch Telefon. Ich würde mich da gerne mal mit reinsetzen, wenn's geht. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte im Dispatch schicken, nächster freie Kollege kommt vorbei. Ja, tschö.
So, Pauli, jetzt halt zusammen. Mal im Vorhinaus fahre ich mal schnell Garage 1. Garage 1 und einmal Garage 7, ja? Ja, Knatter habe ich dir schon in die Hand gedrückt. Ja, alles klar. Ja, Garage 1 ist näher. Fahren wir den auch zuerst. Ja. Was groß ist zur Gerichtsgarage? Sonst suche ich mal raus. Ja, im Moment kann ich ihn weg sagen. Ja. Das ist für das, was ich bezahlt habe, langt für beide Fahrten. Oh. Das war Gedanke. Ja, da reicht. Also, das wäre nicht zu teuer gewesen. Ist ja alles in der Stadt. So, wie gesagt, ich muss mich ein bisschen sputen. Ist kein Thema. Wir haben Stress, Herr Baladin, wa? Hast du ein gutes Trinkgeld bekommen? Also. Ja, danke schön. Sehen Sie, dann hat jetzt der Mitfahrer sogar noch Ihre Fahrt auch noch bezahlt. Danke vielmals. Oh, machen Sie sich keinen Kopf. Ich habe noch keinen Bock gehabt, jetzt da runterzulatschen und mir Auto aus der Garage zu holen. Ja. Da eh gerade ein Taxi runterkam, dachte ich mir gelegenheitsgünstig. Ja, ja, richtig. So. Jetzt war, da war sie, wo die 5 Kilometer bin daherkommen. Ja. So, wunderbar, so. Das war schon gewesen. Die Firma dankt. Was ist denn da passiert? Ich hab keine Ahnung. So, viel Spaß. Ist das hier die Gerichtsgarage? Ich bin hier vorher schon. Nee, hier muss ich raus. Okay, dann muss ich raus. Woanders dahin. Alles klar, danke. So, wir fahren, ich sehe zur Gerichtsgarage. Ja, bitte. Komm rum im Hintern. Du machst schon, das Ding ist einfach so träge. Ja, sie wird schon, sie bär schon sehr relativ gut, also. Ja, die Reifen sind teuer, da kann ich Ihnen sagen. Was meinen Sie, wie oft ich die schon gewechselt habe? Ist ja quasi ein Highlight mit Ihnen da durch die Stadt zum Fahren, das könnt ihr öfter machen. Okay, danke. Hoppala. Nee, der war mit Absicht. Oh. Ja, ich bin extra so gefahren, weil. Nein, man weiß die Kollegen, das Auto, was da am Dach gelegen ist. Also, ja, dann haben sie. Aber schon erste Hilfe und so wird ja da schon geleistet. Ah, okay. Da braucht man dann also sich nicht, sonst hätte ich anhalten müssen. Ja, ja. Und sie zumindest ein Dispatch rausschicken müssen nach den Medics. Ich dachte, dass ich das mich nicht schon wieder mit der Einfahrt hier partout. Doch, leider. Na, ist ja kein Problem. Dann einmal ja rechts rum. So, dann wird er einmal kurz festhalten. Ja, ja. So, das war's schon. So, Sie müssen gleich nochmal bitte Ihren Namen sagen, damit ich den Dispatch löschen kann. Ja, natürlich. Ja, das funktioniert immer noch nicht einwandfrei. Ja, Thomas Ackermann ist mein Name. Ja, alles klar. Super. So, okay. Sind wir schon da? Ich bedanke mich. Spaß. Jo, tschüss, ja, danke. Ihnen. Tschüss. Geilste Mann, da in der ganzen Stadt. Wahnsinn. Oh, puh. Thomas? Oh. Ja? Oh, ja, da steht er. Da steckt jemand gerade auch auf. Siehst du nicht, das. Was schmilzt mit dieser Glasscheibe? Das ist ja phänomenal. Ja, Auto ist da perfekt. Ja. Die Taxifahrer sind ja, ich meine, hab nicht, alle zwei Fahrten denselben gehabt, aber Phänomen, hey. Wieso? Ja, der ist so geschmeidig, der fährt so gut, der Wahnsinn. Ja, Taxler halt. Nein. So, wie schaut's jetzt aus? Hast du die Kohle jetzt noch gekriegt? Ja, hab ich. Das Geld hab ich schon. So, ich hab kurz Telefonat gehabt. Wo waren wir? Gut. Ah, ja, genau, das Geld. Das müssen wir dann nur aufteilen. Jetzt haben wir eh zum Glück aufgeschrieben, das waren 21.870 Dollar, genau. Ich hab so glaubt, mit jedem Auto gestohlen oder. Und von Klo zurück und. Oder.
Das eine, hier ist die Gerichtsgarage. Hm, die Gerichtsgarage, ja. Okay. Also zweiter mit mir Taxi gesessen. Mhm. Ich war's wurscht, der hat die ganze Taxifahrt gezahlt. Aber wenn ich gewusst habe, was für eine Nummer die Garage hat. Hm. Ich hoffe einfach, dass der mich bald anruft. Hm? Alles gut. Ja. Nervt mir total, dass ich kein WLAN mehr habe. Ganz kurz. Stressig was? Hm? Im Stress? Ja. Jetzt so. Ich frage mich, wo der. Der hat zwar gesagt, der braucht lang, aber ich frage mal den Typen davor, weil ich glaube, der schaut mir so nach dem an. Mhm. Wenn's bis sonst über, wenn's das überweist, dann bringst du dabei auf die Bank. Was? Gut. Warte, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das Geld, wenn's das überweist, dann bring es mir auf die Bank. Ach so, ja. Das ist, der war ja am Konto eben, das haben wir ja ein Zeit bevor die Sonnenwende war. Ich hab nichts erzählt. Hm? Ich hab nichts erzählt. Wie erzählt? Nein. Ich hab's nur aufs Konto ein Zeit vor der Sonnenwende. Ach so. Ich hab's mal aufgeschrieben und so, ach was das war. So. Wie viel das war. Deswegen muss ich erst abheben gehen und dann kann ich da geben. Ja, wenn du sagst, du bist hier beschäftigt, dann fahr ich nochmal los. Ja, sonst rufe ich dich an, wann ich den Benzin wieder hab. Passt genau. Schon. Alles klar. Bis dann. Passt. Schau dir mal. Bin gespannt, muss man merken, dass da coole Griffe. Das Gericht. War nicht schlecht. Wie viele geile Autos es gibt. Phänomenal. Ich möchte mal darüber, aber Community Plaza. Wenn ich da jetzt das Auto mit drüber nehme, oder sehr, hier machen wir das so. Passt schon. Verloren da. Bleibt da. Die machen zum Community Plaza, genau. Schauen, was da abgeht und so. Waffmaker, servus. Gut, Wahnsinn. Hätte nicht geglaubt, dass das so groß ist, beziehungsweise so viel los ist. Aber war richtig geil. War richtig, richtig geil. Bis auf die Anfahrt, das war ein bisschen komisch beschrieben. Überall dort, wo ich fahren hätte wollen, habe ich nicht dürfen. Ja, aber war cool. Hätte, wie gesagt, überrascht schön, dass es so groß ist und dass man was sieht. Mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Richtig geil. Oh. Wo ist hier? Wo ist hier genau zur Garage? Ja.
Dann zum Community Plaza. Rebel Amber. Weg. Oder wer Garage jetzt da gegeben? Oh. Was das über die Straßen zu laufen? Community Plaza. Jetzt werden wir sich da mal ein bisschen umhören, was hier so gibt. Ich finde es eigentlich gut, dass offiziell die Ampeln nicht ja, gelten. Oh. Wo? Hier rein? Fragezeichen. Wo? Okay, der Community Plaza ist 5 Obsch. Okay, dann machen wir Plan B. Otto. Ja, ist egal. Ich lauf da jetzt rüber. Otto, lass mal stehen. Das ist nervig, das Laufen. Aber ich kann es auch nicht wirklich ändern, ne? Ich wüsste nicht, wie was. Ich wüsste keine Möglichkeit, was da irgendwo. Boah, schaut geil aus. Boah, da schaut er das an. Ich wüsste nicht, was für andere Möglichkeit gibt, dass. Ah, der Taxi könnte den Paladin wieder anrufen, aber pfff. Ob mit der Nasche ob ich dumm bin, wenn ich den dreimal in 20 Minuten nicht einmal brauche. Aber wie gesagt, Top-Typ. Also wirklich nicht schlecht. Muss die auch ganz schön auskennen, aber. Finde ja. Finde aber gut so. Weil schlimmer wäre es, wenn du irgendwie da versuchst mitzumachen und kommst gar nicht rein. Das finde ich, würde ich viel schlimmer finden. Aber ich sag, da so ein kurzes Gespräch. Oh, was ist jetzt? Warum verliere ich da manchmal Leben? Weil ich nur laufen da wahrscheinlich. Ich muss mehr gehen. Kann das sein? Ich glaube, da sprint mag ich überhaupt nicht. Oh, die Straße laufen. Bisschen sicherer. Aber du triffst und du lernst Leute kennen und das ist gut. Ignaz habe ich alles kennengelernt. Darüber. Ach komm bitte. Aber ich möchte jetzt einmal in Erfahrung bringen. Thomas! Jo! Ich hab'n. Ja, perfekt. Ich bin bei der Polizeistation. Ich wollte jetzt eigentlich abklären, wie es ausschaut mit der Vorlizenz. Ja. Kannst du mir abholen von da, oder? Klar, klar. War halt cool, weil ich glaube auf die 110 Kilo oder immer fast verzichten, oder ne? Ja, wir nehmen einfach meinen Guardian als Zweitwagen. Oder das? Ja. Dann haben wir 820 Kilo. Na, 920 Kilo. Was möchtest du heute erreichen? Was ich heute erreichen möchte? Ja. Dass ich mir so einen Benzer kaufen, so ein Ding kaufen kann selber, so ein 120.000 Ding. So einen großen? Ja, den, was ich jetzt vor den kaufen mache heute. Ah, noch. Den, aber mit Sicherheit. Vorerst. Ja, ja. Was kostet der? 122.000. Wie viel hast du? 60. Okay. Also ich bin da, kommst einer. Alter, ich finde, ich bin zu Fuß gegangen, ich Trottel, und finde da jetzt nicht hin. Ich nicht glauben. Bist du, ich denke, du bist beim PD? Ja, hätte ja, das war mir zu und ich bin wahrscheinlich einen Block davon, ich bin zwei Block davon entfernt, das ist trotzdem. Also ich stehe am PD. Gib mir zwei Minuten, ich bin gleich. Mhm. Das ist ein Drecksmemorial hier. Weißt du, was näher ist?
Die Pillbox Hill Garage, kennst du? Pillbox Hill. Nördlich vom. Ach so, nein, ich muss zu dir wegen einem Garten, nicht? Wir müssen. Warte mal. Ist die links vom BD oder was? Links, ein bisschen offen. Ja, so. Ja, da ist doch da das Community Plaza in der Nähe, oder? Da war ich gerade. Okay, da dann komm ich da. Nein, da steht ist, jetzt bin ich zweit weg fast davon. Also ich bin dort, da drin steht aber My Guardian. Dann laufe ich dorthin. Passt, trifft man sich bei der Garage. Passt. Passt, bis gleich her ist. Und Jazz. Dauer. Ich will nicht sterben. Ah, ich werde nie wieder zu Fuß da unterwegs sein. Wirklich, das ist so blöd. Ich muss so dumm sein. Das mal. Offensichtlich, ja, ich finde das gut. Es war, Ignaz war einer der ersten, die ich kennengelernt habe. Der erste war der Patrick, aber den habe ich seitdem nicht mehr gehört. Aber ich finde das gut, wenn da Österreicher sind. Ich brauche mich überhaupt nicht verstehen. Manchmal fragt einer nach, wenn er was nicht versteht. Das ist aber ganz, ganz selten. Ich spüre offscreen hier, weil er so weiterkommen möchte. So, geht er wahrscheinlich wieder. Ich bin schon am Blaser, bin schon so gut wie am Blaser, sieh ich schon. Ja, gut. Geht er da an irgendwelche dummen Gehsteigwege hoch? Bin dann irgendwo auf einer Plattform oben. Boy. Okay, bis gleich. Ja, servus. Ah, da geht's runter. Den Dreck erst. Oh, jetzt schaut eh keiner her, wa? Boah, nice, die Rolle. Oh lol. Ah, Gott sei Dank. Bevor wir wieder halber sterben. So ein Scheiß, Alter. Bist du da ein Schlüssel, Ignaz? Ja, steig ein. So. Ne, das steht da doch anscheinend nicht drin. Ich glaube, ich muss auch mal zum Schrottplatz irgendwie schauen oder so. Boah, spürst auf, bitte. Ist offen. Ja, muss selber aufmachen, ne? Ja, dann musst du es jetzt selber aufmachen. Ist die Scheibe eh nicht der, oder? Na. Was? Ja, verdammt, also ich glaube, ich habe den echt nicht einparkt, den Scheiß. Oder doch? Ah, doch, den habe ich oben einparkt. Was denn? Ich bin ein schlechter Beifahrer. Passt schon. Ich mag das nicht, wenn die Laternen so schnell auf mich zukommen. Da bin ich gerade gerannt oben. Ja, nie wieder. So ein Idiot. Da rechts bin ich gerannt, ja wirklich. Da rechts bin ich gerannt und ich bin nicht mehr runtergekommen. Ich hätte es in Erfahrung bringen wollen, wie es ausschaut mit der Vorlizenz. Ja, keine Ahnung. Nix. Hab ich dann oben nicht mein Guardian abgestellt? Achso, da ist gar kein Garage oder was? Ich bin auch so verwirrt halt schon wieder. Ja, da haben wir einen Bankomat.
Naja, genau, aber dann kann man das wenigstens machen. Oh, krass, wie schnörs der ist irgendwie. Ja, schau, gell? Unbeladen hat der ganz schön einen Zug. War beladen, bin ich da vorher kaum nachgekommen. Ja. Muss mir irgendwann mal eine neue Kleidung kaufen. Ich fühle mich schon echt unwohl. Warte, jetzt muss ich da mal kurz. Ja, ja, geht schon. Die Klamotten, sagst du, kann man im Auto wechseln? Hä? Die Klamotten. Ach so, das meinst. Ja. Also wenn es. Na, der Kleiderladen will das jedes Mal haben. Ah. Das ist der Scheiß, deswegen zieh die einfach nicht um, scheiß drauf. Okay. So, Rechner. Wann muss ich tauschen? Das geht gar nicht, oder? Das ist die Frage, das ist die Frage. Dividiert durch 3. 7000 passt. Ja, er hat noch was in seiner Ding, gell? Yes. Kriegt da jetzt jeder das gleiche? Mir wurscht. Okay. Dafür kann man ja jetzt dann das 50-50 machen. Oh fuck, jetzt habe ich nichts zu messen. Hm. Ist mir irgendwo steil lang kurz, weil das ist im Auto bei mir. Jetzt wird ja gut schmecken. Naja, die Tomaten machen wir ja eh, wenn wir so gesehen. Okay, ja. Dann hätten wir wieder Essen, aber na. Dauert's lang. Was? Oh, sorry, nein, ich fahr mit dem Ding nicht. Ich frag mich echt, wo ich meinen Guardian habe. Das ist gerade ein bisschen doof. Dann schauen wir mal gleich zum Shot jetzt nochmal. Am Tag. Was kriegst du denn jetzt 20? In meinem Jahr 2020 haben wir 920. Dann würde ich sagen, dass wir uns voll machen und 20 uns überlassen halt. Zum rüberfüllen. Oder irgendwie 30 jeweils in die Hosentaschen. Kriegst du Tomaten machen? Das ist die Frage, gell? Wollen wir jetzt auch unten Öl oder so machen? Ich glaube, das bringt echt viel. Ich weiß nicht, was am meisten bringt, aber. Ja, auf jeden Fall, Wissen. Bis jetzt hat Öl am meisten gemacht, glaube ich. Ja, weißt du. Ja, da ist eben die Gefahr, dass du überfallen wirst, recht groß. Oh, wollen die uns? Wo wollen die? Wieso kommt der zu mir? Was denn? Was denn? Echt freundlich. Grinsen. Natürlich so. Guten Abend. Abend. Hallo. Einmal die Fahrzeugpapiere bitte und den Ausweis. Ja klar. Darf ich aussteigen oder? Nein, bleiben Sie einfach sitzen. Okay. Da die Papiere. Bitte sehr. Ja. Ein Ausweis noch bitte? Ja, natürlich. Ja. Moment, nein, nichts bekommen. Sonst soll ich mal aufsteigen? Also eigentlich brauchen sie die nur mal durchs Fenster reichen. Okay, warten Sie mal. Dann schaue ich mal aus meinen eigenen Augen. Jetzt? Nein. So ist das denn hier ein Officer. Achso, es war zu, sorry. Ja. Ich weiß eh, wer es bist. Ich glaube, weil er neben mir sitzt, oder? Eigentlich nicht. Sollte eigentlich auch so. Also, ich druck dann schon die ganze Zeit gegen die Scheibe, also. Sonst, steigen Sie mal bitte aus. Der Beifahrer bleibt dabei sitzen. Achso, Verzeihung, Entschuldigung. Idiot. Ja. Kennst du mehr. So, und dann zeigen sie mir hier einfach mal. Mhm. Der Kollege, vielleicht gehen sie runter von der Straße, ist glaube ich besser. Ja, genau, so. Ja. Dann können sie wieder Platz nehmen.
okay. Ignaz Harrer, ja? Mhm. Gut, Herr Harrer, können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Nein. Gut, weil Sie sind doch mit sehr erhöhter Geschwindigkeit hier durch die Straßen gefahren. Also wir hatten schon relativ Probleme, hinter Ihnen herzukommen. Was? Okay, also eigentlich halte ich mich immer an die 70 Ortsgebiet. Wie viel dürfen Sie denn im Ortsgebiet fahren? Also mir wurde gesagt 70. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Es sind 60. Oh, okay. Wenn Sie dann auch noch eine gewisse Toleranz von 70 bei 70 dann 80 berechnen, dann ist natürlich, dann sind da schon 20 km/h drüber. Ja, also über 70 bin ich eigentlich nie gefahren. Innerorts. Gut, dann würde ich sagen, gebe ich Ihnen hiermit nochmal einmal eine Verwarnung, aber achten Sie bitte drauf und merken Sie sich 60 in der Stadt, nicht 70, ja? Okay. Aber eine Frage habe ich dann noch. Wie viel dürfen Sie denn außerhalb der Stadt und auf dem Highway fahren? Auf dem Highway? Beim Highway weiß ich es nicht. Da habe ich mich an die 100 gehalten. Das war eher nach Gefühl. Außerorts, also meinen Sie Landstraßen? Ja. 80. Also 60, 100 und 160 sind es, um genau zu sein. Ah, okay. Gut. Ruhig nochmal genauer informieren, bevor Sie hier losfahren. Aber wie gesagt, ich lasse es hier nochmal bei einer Verwarnung. Allerdings ja, vielen Dank. Sie dann damit rechnen, dass Sie beim nächsten Mal, sollten wir Sie wieder erwischen, mit der vollen Strafe dann rechnen müssen, ne? Ja klar, Officer. Ist verstanden. Soweit. Gut, alles klar. Dann erstmal eine schöne Weiterfahrt und passen Sie auf. Danke, ebenfalls noch einen schönen Abend. Jo, schönen Abend. Tschüss. Uff. Das war mal wieder knapp. Du bist Host von deiner Raserei. Eieiei. Du bist Polizist. Ja, ich spiel ja. Jetzt war es auch mal knapp. Das hättest du mir jetzt voll vermasselt. Ach du Scheiße, ey. Du brauchst. Wieso bleibst du stehen? Ja, rot war. Nein, das gibt ja nicht. Ja, das ist mir gerade auch wieder angefangen. Ja, die Ampeln götten hier nicht. Ich hoffe, ich kann da mal einen Zeitungsausschnitt schicken oder so. Die Höchstgeschwindigkeit innerorts beträgt 60 km/h, ich hab's leider 20 Sekunden. Das haben wir jetzt gerade gehört, ja. Das. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Highway beträgt 200 km/h. Was da steht, das ist interessant, da steht nämlich Grundregeln, Paragraph 1 Grundregeln, das Fahren eines Fahrzeuges ist nur mit einer offiziell ausgestellten Fahrerlaubnis gestattet. Ja, aber ich glaube, die bekommt jeder bei der Einreise, weil man. So wurde mir das auch anscheinend mitgeteilt auch. Ja, also er hat jetzt auch ich kann ihm ja auch keine Papiere und keinen Führerschein aushändigen. Hier ist mir das losen können. Ja. Eben, das kann ich. Weiß nicht. Doof. Doofe Geschichte ist das. Ich hab ja nur eine Schlüsselkopie, Alter. Ich hab dem gerade falsche Papiere in die Hand gedrückt. Ah, wenn sie. Ja, also schauen, ob hier mein Guardian steht. Okay. Wie schnell dürfen sie hier laufen? Fuck you. Hier. Ich hasse die. Ich hätte da die volle Strafe gegeben. Was, du hättest dann hier wie das erste Mal angehalten worden? Niemand gibt Arm beim ersten Mal gleicher Strafe. Aisha! Ja, was bist du für ein Polizist? Ich bin kein Polizist, das bin ich ja. Ja, merkt man. Aber ich verhungere bald. Wer Polizist würde da noch testen jetzt? Oder zwei oder drei? Ja, warte mal, wir müssen da mal nachfragen. Ist da überhaupt irgendeine Arbeit da? Die Grünhelme sind. Grünhelme? Sicher? Ja. Ich meine, dass die immer orange sind. Was hatten die? Da drüben. Ah, da hinten. Oder? Ah. Doch.
Der rechte. Hallo der Herr. Auch das. Mahlzeit. Hallo. Ich gucke mal rein. Ey, ja. Oh. Autsch. Ach du Heilige. Hast du mir schon wieder Beinchen gestellt? Eieiei. Auf jeden Fall, ich muss ein Auto auspacken. Wir haben hier aber ein Einfahrungsverbot auf dem Hof. Also ich, das ist eine Happy Hour gerade. Ihr hübsches Gesicht einfach mal zu entblößen. Genau, siehst du. Das doch, das kann man doch herzeigen. Wir sind alle beide hier. Ja, dann nimm sie. Nett? No. Dann denken sie nach. Wo war der? Auto? Oh, was ich hab keine Ahnung mehr, wo ich mein scheiß Auto einparkt habe. Wo ist auch geil, Chef? Ah, jetzt rattert's. Ja, das habe ich auch gemacht. Wie wird's denn hier der Garage abfahren? Deswegen habe ich eine Stammgarage, wenn er dort mit dieser Problem. Aber jetzt muss ich. Uah. Jetzt hat er gekoppt. Was am Stor ausgerutscht. Oh, hier los. Ich bin ja Gentleman. So, ich mache eben das Seilchen im Motor hinten fertig, dann kann ich losschlagen. Erstmal was zum Essen einkaufen. Was ist kehrtig? Losschlagen, das ist der Thema. Hm? Losschlagen ist der Thema. Was ist mein Thema? Losschlagen, wer gesagt hat, losschlagen kann er nachher. Du fährst auf die Dinger messen. Was? Warum das? Schlägst du auch gerne mal los. Ach so. Ja. Bullshit, das habe ich ja noch nie gemacht. Lügenpresse. Ja. Polizeikontrolle, willkommen. Alter, das war sowas. Das war ja mal sowas von, ne. So, wo könntet ihr den Scheiß einpackt haben? Ey, verdammte Scheiße. Ja, wir wären schon fertig mit einer Tour, wenn wir jetzt das Scheißauto nicht suchen können. Ich weiß, wo der steht. Ja, also hast du jetzt schon dreimal gesagt. Ja, jetzt weiß ich es aber sicher. Der steht in den Familien, in der Vorstadt da. In der Nähe vom Ölbohrer. Trotzdem sind wir beim nächsten 24/7 schnell bleiben kurz. Ja, der ist eh gleich da am Weg. Ja, ja. Bin auch schon komplett am Verdursten. Ja. Ah ja. Servus. Bitte moin. Du hast mich. Genau, danke sehr. Später. Hast du eigentlich am Verbandskosten? Na, wieso? Pflicht? Wie ist Pflicht? Wir wundern uns, dass die nicht gefragt haben danach. Wirklich? Kein Spaß. Was? Der da drin, ja, kauf da an. Gib mal einen Kauf. Ja, den da mal einfach ins Auto deinen, fertig. Ich brauche meinen dann. Ja, für jetzt ist es wurscht, aber. Nein, das Scheiß auf dem Verbandskasten, fuck. Ja? Kennen wir mal so am Schmaus. Pass auf, Ignaz! Wir schauen. Oh. Wart. Park. Ja, Mann. Wie ist denn? Denken wir den Kofferraum offen? Der Auto, der Kofferraum, keine Ahnung, ich bin nicht aufgemacht. Passt, dann gehen wir mal Gas. Das Gute ist ja, dass der Truck da von der Bruderschaft kehrt. Von den Lilanen? Na, von den Schwarzen, glaube ich. Irgendwelche Schwarzen sind das. Du brauchst das denn aus? Ja. Bist du sicher, dass man nicht auf irgendwie Tonnen oder Kilo von Coke sitzen oder so? Mhm. Okay. Habe ich mal auch schon gefragt. Hat er gesagt, na, den benutzt er nur für legale Geschäfte. Für die Illegalen, dann nimmt er nur die gepanzerten und großen. Klingt vernünftig, wenn ich das einmal so sagen kann, aber. Mhm.
Ob man dem trauen kann, ich weiß nicht. Egal, ich hab mir vorhin gerade mal gefragt, ob er wen wisst hat, der was wie einen Benson vermieten kennt, der hat er gesagt, ja, schenkt er, leider meinen einfach aus. Gib mir wieder, wenn's nicht mehr brauchst. Der vertraut einfach so. Ja! Ich hab mir auch gedacht, so irgendeine Anzahlung wenigstens oder so, hab ich ihm gefragt, na. Weißt schon. Er weiß schon, dass ich den wieder zurückbringe. Weil er weiß, dass ich zu viel Angst hab vor ihm. Ja, aber was wäre, wenn nicht, ne? Also dann. Ja, aber der hat's schon. Ja, er weiß schon, wie man mit Leid redet. Der hat mir schon das eingetrichtert, dass wenn ich den nicht mehr zurückbringe, dass da. Ja. Ja, dass das ein bisschen falsch ausgehen kann. Okay. Der hat ja meine Nummer außerdem. Und meinen Namen. Und ich sein nicht. Da ist er ja. Na bitte. War jetzt aber knapp. Wennst ja. Hier den Schlüssel noch gibst. Achso, warte, ich muss den Schlüssel geben, gell? Ja. Na, warte, so falsch. Was, ne? So. Du fährst trotzdem vor, gell? Aufräumen. Der Wiederkampfverbandskosten mit. Doch, wenn es den nochmal aufhalten, wirkt er. Ist ja nicht sehr hart, da kann er machen, was er will damit, aber das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Weil irgendwann explodiert, wenn du das drauf machst, vielleicht. Rechts kann man gesagt. Ah, scheiß auf 60 kommen wir noch. Der Axel wird wahrscheinlich schon irgendein Flatrate zahlen. Also jedes Monat oder jeden Tag eine Strafe für $200 oder so, keine Ahnung. Dass er wieder Kampfverbandskosten mit Ignaz. Scheiß auf den Verband, Alter. Ja, mir ist eh wurscht. Der Polizei wird's nicht wurscht sein. Ja, eh. Wir haben es nicht danach gefragt, also ist mir wurscht. Ich glaube, das ist ja noch relativ egal. Das ist ja eh meine Sicherheit. Aber falls du einen Radfahrer niederfährst oder so? Dann habe ich ihn halt niedergeführt, dann muss ich ihm so oder so einen Medic anrufen. Und vielleicht bist du zu spät bist. Okay, sonst nehme ich meine Klamotten her, die sind mir wurscht. Naja. Du hast jetzt quasi eine harte, arbeitsreiche Nacht vor dir. Oh Baby, das wird eine lange Nacht.
Wenn ihr nicht mit 200.000 aus der Nacht ausgeht, dann weiß ich es auch nicht. Schau. Sicher. Ich hackel bis zum Umfallen. Und der Vierer noch nochmal? Ah, ja, der Vierer kommt noch an. Der ist gerade nur eben mit seiner Freundin essen. Ja. Okay, dann geht's vielleicht. Ich hoffe nur, dass er nicht bei ihr hängen bleibt und sie wieder wegbudern muss. Weil sonst kommt der nicht mehr. Kommt er 5 Minuten später. Na. Dann ist der die ganze Nacht wieder weg, der Bastard. Ja. Ja. Bastard. Hm. Da schlaft er dann ein. Na, das ist so ein Hänger, der hört nicht auf. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ich glaube, dass wir kein größeres Auto haben. Wie schaut das mal kein größeres Auto? Ja, denn mit 1200 geht volle Mode. Ja, der Pounder-Typ, dann stehen wir ja noch länger da. Deine Motivation, Alter. Ja, meine Motivation, die kannst du am anderen Ende des Monds suchen. Du willst die Nacht durchmachen. Ja, aber weil ich ja Geld brauche und nicht, weil ich will. Aber dann lass uns mal wo was abziehen. Na. In aber 2 Wochen kann ich gern kriminell werden, wenn sie mich nicht annehmen bei der Polizei, aber bis dahin bleibe ich clean. Weil, wenn nur Spaß, ich bin gar nicht der Typ dafür. Ja, du bist wahrscheinlich der Erste, der was mit der Puffen da steht. Nein. Da wette ich was. Pazifist. Ich hoffe nur, dass ich die niemals einziehen muss, du. Pazifist. Du bist Pazifist, oh ja. Gott, das auch noch. Ja. Sag mal jetzt, du bist auch noch religiös. Nein, das nicht, aber ich bin Pazifist, immerhin. Ich war gar nicht beim Bundesheer. Was? Hast keinen Grundwehrdienst gemacht? Ja, das war mir nicht wirklich. War nicht wirklich anstrengend. Ding. Beim was? Schießen an der Waffe, das war Wahnsinn, das war Witz. Aber ich behaupte nicht mehr, es war nicht meine Schuld, das war die Waffen, die nicht eingestellt war. Na wirklich? Es ist wirklich so. Okay. Und die Truppen da irgendein Gewehr in Hand, nicht? Was ein Schwein irgendwie kontrolliert, ausschaut, einstellt oder sonst irgendwas. Hauptsache putzt das 100 Mal und haben wir das 100 Mal. Lächerlich. Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich im Oktober meinen Grundwehrdienst ablegen darf da in Los Santos. Okay. Hm. Aber mal schauen. Eigentlich wollte ich ja zu die Sanitäter. Aber? Da haben sie jetzt schon wieder so viel. Hä? Okay. Also haben sie mir jetzt Funkbataillon einteilt. Über Panzergrenadier. Panzergrenadier. Boah, Witz. Wahnsinn. Der ist nicht gemacht. Nicht einmal eine vernünftige Grundausbildung, nichts. Ein Bekannter war Jäger. Mhm. Das war geil. Laut seinen Rehen. Ja, steht so, aber auf das ganze Zeug. Also. Ja, da mussten mich nämlich drauf stehen. Ja, weil nein, Jäger nein. Oder irgendwie die Gebirgsjäger und so, ja, das ist was für die Horten. Ja. Die haben Bock drauf. Aber da geht keiner freiwillig hin. Ja, der hat da voll Lust drauf gehabt. Ja. Das ist wie mein Bruder, der ist jetzt. Wie heißt denn's da? Wie heißt denn dieses scheiß Kommando da nochmal? Die sind. Jagdkommando. Jagdkommando, genau. Das ist ja nicht der Jäger, ne? Ah, ich weiß jetzt nicht, war er Jagdkommando oder war er der Feldjäger? Weil ich glaube, ja, Feldjäger. Jagdkommando ist doch, glaube ich, das höchste meiner Meinung nach. Ist es nicht oder? Bei Werner. Was ist das nicht? Ja, das ist in der Wiener Neustadt. Dort war er. Da haben die und was Jagdkommando? Ja, okay, dann da ist mein Bruder eh. Der lebt da. Was fest angestellt noch? Mhm. Wirklich? Mhm. Alter. Ich sehe den vielleicht einmal im Jahr. Alter. Also wer Außendienst? Wenn oder überhaupt. Oder? Ja. Der hat sich ja schon mal Kugel gefangen.
Okay. Ja, na, der Mappy Counter war da auch voll dafür. Also, jeder ins Ausland gehen können. Hm. Voll, aber. Ob das so lebenswert ist. Wir werden mal. Ja. Er mag das und er kennt und er kann nichts anderes. Der hat sein Schwein nie fertig gemacht. Okay. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwo denke ich mir immer, bei der Gefahr hört es ja auf. Nach irgendwas. Ja, aber. Der Verdienst ist halt wahrscheinlich gut, ne? Der Verdienst ist. Alter. Verdienst ist schon ganz ordentlich, ja. Ja. Er ist ja jetzt auch vor ein paar Tagen Vater, vor ein paar Monaten Vater geworden. Jetzt lasst sich vereinbaren. Der Job und der Familie. Voll. Schau. Vollgas, na, eh. Das ist der richtige Familienjob, so wie Kellner und Krankenschwester. Ja, ja, eben, denke mal, ja. Der Verdienst wird super sein, aber ja, so. Ja, ja. Die Aufschläge halt, Arno. Aber oh, wenn du sagst, ja passt Schatz, ich komme in einem Monat wieder oder zwei oder drei. Mhm. Ja, schönen Dienst. Ja. Musst wollen. Muss man kennen und wollen. Ja. Aber ich glaube, wenn du da mal in der Materie mehr drin bist, dass wir nur Grundwehrdienst, dass schau wo dann macht's sicher, auf jeden Fall. Weil wir, diese Regeln und diese Abläufe haben wir gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch so ein Mensch. Ich brauch einfach klare Ansagen und ja, ich mach das. Ja, ja, genau. Ich bin ein Mensch. Ich mach zwar sehr gerne für mich selber was im kreativen Bereich und alles. Aber was Arbeit angeht, sag mir bitte einfach, was ich machen muss und ich mach's. Ja. Weil es ist besser, als wenn jeder irgendwas macht und dann am Ende des Tages kommt dabei nichts raus. Deswegen, bin also von der Struktur her und wenn sich da eben jeder aufführt und alles, dann ist das auch, glaube ich, eine sehr brüderliche Sache und das sehr, schließt dann schon, glaube ich, sehr zusammen, wenn man dort arbeitet gerade. In Ausland ist halt. Ja. Das ist so eine Geschichte. Wieso, wenn du sagst, innerhalb vom Land am Engel Katastrophending und so Sachen machen, ja. Ja, klar, du kannst ja auch zur Miliz gehen, wenn du willst. Nein. Aber Miliz ist halt einfach auch wieder so eine Geschichte. Das ist nichts ganz und nichts halber, die paar Monate oder Wochen, wo es da Jahr oder ich weiß gar nicht, wie das ist, alle paar Jahre. Ah, da sind sie ja wieder. Hoffentlich fragen sie nicht nach dem Verbandskasten. Halt dein Maul, Alter! Aber das finde ich gut, dass jetzt da unten dran, weil dann kann man schon mal keine Debatten leider auf Ideen. Da kommt es verdächtig vor. Ein Kollege da hinten aber eigentlich, aber sonst. Vielleicht ist eh irgendwas im Busch. Nein, es passt eh. Wenn die Polizei jetzt kommt, dann können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass wir in nächster Zeit. Ganz gut umgekommen. Ja, aber schaut mal, was ein bisschen gut. Das ist. Ansonsten machen wir es wie beim letzten Mal. Gehst du einfach mal verkaufen. Ja. Und wenn du dann fertig mit Verkaufen bist und nur immer keiner kämmern ist, dann kann ich kämmern. Mhm. Weil die 220 Kilo ja mal. Aber die 700 Kilo, die sind schon deftig. Na, wo war ich jetzt eigentlich? Ja, genau. Ich hab mir nämlich auch schon gedacht, weil sie bieten, das Militär da in Los Santos bietet es an ja sehr an und sie haben ja zum Glück ja das Geld und die Mittel für einen Pilotenschein. Pilotenschein? Ich weiß zwar, dass das, ja. Für ich Flugzeug einen, oder Hubschrauber? Beides. Okay. Entweder Kampfpilot oder, ich glaube, was war das andere? Kampfjet oder sowas, ja. Hä? Und dann musst du ja gewisse Gress haben, Cabrün und alles. Matura brauchst, Anna. Diese ganzen Sachen halt, ne? Was da.
Muss der ewig viel Sachen erfüllen da in der Stadt, das ist ja eh. Naja. Das strebst du da? Ich hab's mir überlegt, ja. Aber das ist mal ein bisschen Unsicherheit. Wie gesagt, ja, kann man es halt nicht vorstellen. Für mich war die normale Polizeiarbeit schon nix. Na doch. Ich brauch so ein System. Ich brauch jemanden, der was mir einfach meine Aufgaben gibt. Ja, das sehe ich aber. Ich bin immer von dem Taxifahrer fasziniert. Der hat das Auto, aber ich glaube, der hat so einen Strafzettel Flatrate. Was? Echt? Der ist so über die Straßen ballert oder was? Oder was war da? Nein, der ist einfach, ich glaube, mit gefühlt 90 durch die Stadt gefahren. Aber voll straight, der hat genau, weiß ich nicht, der hat jede Kurve extrem gut genommen und so. Ja klar, das ist Dachsler, der kennt seine Stadt schon. Ist wirklich, das ist wirklich so ein richtiger Dachsler. Du kennst das ja eh. Ja, ein Monat aber erst hier, nicht? Aber, war wurscht. Naja. Gibt ja viele ähnliche Inseln, so ist es ja nicht. Nein, ja. Hört man immer wieder, ich war noch nirgends außer San Andreas. Echt? Hm? Ja, rausgekommen. Ja, 15 Jahre da, Außendienst. Mhm. Ja, am Anfang natürlich Innendienst, bis du mal das Ganze im Fremdenverkehrsamt so durch hast, aber. Hat auch ein mieser Job, schlecht zahlt. Echt? Ja. Außendienst hast du ein wenig mehr gekriegt, nicht? Na, warten, mir ruft gerade an. Ja. Ja. 10 ist schon wieder vorbei, Wahnsinn. Brennt. Ich verstehe nicht, warum mein Handy kein WLAN mehr hat. Ganz komisch. Dann habe ich es wieder gehabt und jetzt ist es wieder weg. Was ich Datenvolumen verbrauche, weil das ständig mit normalen Handynetz. So. Machst du das jetzt wirklich eine ganze Nacht? Ja, nebenbei am Tablet was anschauen und ein bisschen arbeiten halt. Geht ganz gut. Wenn du irgendeine Serie oder so, die aufs Tablet runtergeladen hast, dann schaust du es einfach nebenbei beim Einpacken. Jetzt? Ja, kannst du auf deinem Tablet, kannst du auf YouTube gehen. Ja, das schau, aber dann kann ich nicht nebenbei arbeiten. Das musst du halt da aufs Glander stellen, du Idiot. Oder irgendwo halt ablegen. Dann geht das schon. Eine Handschuhe aus beim Arbeiten. Na.
Ja, mal ja, die Hände jetzt mal so verbrennt, seitdem habe ich natürliche Handschuhe. Okay. Ja, ich bin da die Leiter da, bin ich mit bloßen Händen, bin ich runtergerutscht, weil da überall ist. Bin da oben gewesen. Und weil wir haben nach einem Bewusstlosen gesucht. Ja. Ich und ein paar Mediziner, die was daherkommen sind. Dann bin ich eben da aufgegangen, zum Schauen, ob ich vielleicht von da oben den irgendwo sehe. Was da überhaupt schon was? Ich wundert sich, dass er da gespielt ist. Ja, eh. Und dann bin ich, wollte ich wieder runtergehen, dann bin ich mit dem Fuß abgerutscht und mit den Händen halt alles runtergerutscht an der Seite. Und haben halt, wir haben halt festhalten müssen, ne? Ja. Und bin halt alles abgerutscht bis zum Boden. Okay. Ich Idiot. Ja. Naja. Shit happens. Oh, wenn wir so einen zweiten Benzin hätten, Bruder, wird das weitergehen. Okay. Dauert dann nur umso länger, bis wir den voll kriegen. 1400 Kilo, Alter. Die großen, die richtig großen, die. Ich glaub, 1200. Ja. Vielleicht leihe ich mir einfach den Benzin die ganze Zeit aus, bis ich mal den großen kaufen kann. Ich bin immer fasziniert, dass er der den einfach so borgt. Ja. Naja, die Menschen sind, glaube ich, echt so neu eingreisende Leute noch. Die wissen, dass wir noch nicht so. Ich meine, wir kennen die Leute ja noch nicht so. Also, wir sind ja nicht so die Gefahr. Wenn wer schon länger da ist, den darf er die auch nicht den geben. Aber der ist. Sind ja beide nicht lang da. Wir haben ja keine Gefahr und. So. Kann man uns ja fast eher vertrauen. Aber gerade wenn ich noch nicht lange, ich kann ja alles mit dem machen. Ja, kann man immer so sehen. Aber so oder so, wie es weiß er, wo er mich findet, deswegen. Was, lieber? Das hat er mal schon eingeprägt. Nein. Willst du das machen? Was? Wenn mir jemand fragt nach einem LKW, er mir erstmal einprägen, dass wenn ich den nicht zurückbringe, dass meine ganze Familie stirbt. Nein. Vielleicht? Ja, aber du weißt ja gar nicht, wo seine Familie wohnt. Du weißt ja nichts aber von dem. Ja, ich nicht von ihm. Ach so, so. Warte, ich hab grad. Bin ja mal so auf der Leitung halt. Ist ganz ja, aber. Ist, du musst mal ein bisschen. Aufbauen, ja. So. Na, wir waren ja eh. Also, wir sind vorhin die erste Runde gefahren. Jetzt. Ach so, okay. Man denkt, davor sind wir die ganze Zeit so ein bisschen unterwegs gewesen. Mit Pier und so. Ein bisschen grün und solche Sachen. Ja. Na. Irgendwo hat er mich kennt. Ein bisschen. Dadurch, dass er meinen Namen hat. So, meine, ja. Also deiner ist voll. Deiner mal auf. Ja. Ja, da geht was weiter. Aber. Ach, sorry. Ich warte, ich stelle dann mal ein bisschen nach vorne. Lecker, war ich bin miert. Ich werde dann aber auch bald, also spätestens nach der Tour, den Stream beenden. Dass ich auch nebenbei Videos schauen kann, da schlaft das Gesicht. Ich hoffe, dass wir bald irgendwas Cooles machen oder so. Irgendwas total Spektakuläres, irgendwas mega Krasses. Also wir werden jetzt sicher bald. Kannst du eigentlich über die Ladefläche was einladen, wenn ihr da schon was einlade? Ich glaub nicht. Weil ich glaube, gerade eben haben wir das ja gleichzeitig eingeschoben. Ah, oder wie viel war bei dir drinnen? Am Schluss 296 Kilo. Und José? Okay, na dann. Na, weil wir sind jetzt bei 300, dann passt das.
Polizei, ja, jein, also irgendwie, ich möchte schon alles irgendwie so hocharbeiten, von null auf, weiß ich nicht, was dann noch möglich ist, aber... Oh, beißt es alles. Weil es halt schwierig am Anfang, wenn du nichts hast. Wenn ich mal ein dickes Auto hab, dann geht's. Weil ich kann offscreen die Kohle farmen, wenn man überhaupt so viel Kohle braucht und dann mal schauen, aber es gibt ja, das Gameplay gibt's ja aus den Geschichten und so weiter, aus den Leuten, die es kennst und so, ne? Am Anfang musst du halt ein bisschen farmen, dass du was kommst. Das war jetzt gut. Erstmal was essen. Ich spann, wann der 4 da wieder kommt. Ob er kommt. Ja, ich hoffe es auch. Bevor er dann was zu 6 oder zu 10 oder so. Da war es den ganzen Konvoi, fährt da hoch. Ja, so 10 Benzins. Das war eine lange Zeit Überlegung, weil ich ja in meiner Laufbahn beim Außendienst schon öfter überlegt habe, was ich so sonst noch machen könnte. Nicht? So eine Transportgeschichte da, das schon gerne machen. Ah. Ja, aber die, also ich weiß, dass die Blauen ja eben die vermieten und das. Dann gibt es nochmal einen Vermieter unten bei den Docks. Da gibt es auch nochmal einen, der nicht was. Vermieten, nicht vermieten. Verkaufen? Ja. Du musst auf Dauer Minus machen. Ja, musst du schon irgendwas überlegen, aber... Ja, war da eine Idee. Das Autohaus da unten in der mitten in der Innenstadt ist ja eh noch immer leer. Das gehört ja, da hat ja keiner gekauft. Zum Beispiel, du fährst mit einem, der frisch eingereist ist, so eine Tour und du kriegst jetzt 10 und der kriegt 30 oder so. Wäre mir immerhin noch besser als... Achso, mit dem Benzen, Mann. Ja. Ja. Da kannst du aber auch. Ja, ja. Dann hast du da kriegst du insgesamt mehr, ja. Ja, ja. Na, einfach schon. Nur so, eher noch ein bisschen was zeigen und eher noch mal. Ja. Der ja, ja. Du, wenn du den Erntehelfer einstößt, kriegst du ein wenig Kohle dafür? Ja, irgendwie. Ja, ja. Würde ich aber 70-30 machen, du kriegst 70, er kriegt 30. Ja, ja. Ja, so dass er es jetzt rentiert, ne? Aber für ja, den so rentiert sich das auch, wenn der da das, ja, ja. Weiß, wie er was, das macht er auch zweimal, dann. Auf jeden Fall. Ja, der macht einmal so die Öl-Weintour, die zeigst du ihm einmal und dann genau. Kann er selber arbeiten gehen. Ja, vielleicht dann mal so blöde Geschichte, sie mal so eine Firma aufzubauen, so für den neuen. Ich bin ja immer überlegen, also wenn das entweder wenn das mit der Polizei nicht funktioniert, dann mache ich entweder eigenes Plattenlabel auf. Okay. Und sollte das nicht funktionieren, dann mache ich auf jeden Fall ein Autohaus auf. Ich mach das nicht mehr, ich denke nicht mehr über dieses Polizeisterben noch in der Stadt. Ich habe im Tags, glaube ich, gefragt. Ja, was weiß davon? Sagt er. Ja. Oder noch nicht gehört. Vielleicht übertreibt er ja ein bisschen übertrieben. War wahrscheinlich einer von diesen Cop-Killer. Nee, ist er. Weil sonst hätten sie nicht so viel, dass sie auf Streife fahren, einfach so random die aufhalten, weil du schnell fährst. Ich wette ja, dass der einfach nur nicht will, dass mehr Bullen dazukommen. Wahrscheinlich. Der wollte mich nur davon abbringen. Kopf gesperrt. Nö. Wir arbeiten, Matze, deswegen bücken wir uns da. Thomas. Bitte. Hab ich dann nicht eine Kopie für den Schlüssel gegeben? Für den rechten. Ja, vom linken auch. Ah, vom linken auch? Ja, ja. Ah. Muss man noch schauen? Schau mal auf deinem Schlüsselbund. Ja. Na dann. Mit wie viel abhauen der Mitte? Mhm. Ich glaube auch.
Aber für 120.000. Nicht einmal. Nicht einmal, 7.000. Ja. Obwohl, jetzt sind wir ja zu zweit, jetzt haben wir. Wir kriegen. Das habe ich vorhin nachgeschaut, da habe ich einen einzelnen nur verkauft, den habe ich mir aufgehoben. Du kriegst $26 pro Stück. So, wo habe ich mein Handy? So. Hallo Dominik. So, wir haben 920 mal 26. Das heißt, wir machen $23.920 Voraussicht. Also 24. Ja, fast 24, weil wir haben ja nochmal jeweils 70 für unsere Doschen. Das heißt. Ja, das ist. Hat dann eh ganz schön gut aus. Da habe ich schon fast den Garten herin. Thomas. Entschuldigung, bitte. Beim Öl müssen wir ja dann eigentlich fast mit 40.000 Dollar schon machen, oder? Was denn? Ich kenn dich. Alter, das wird sicher. Alter, ja, so viel Geld. Ich kenn die Preise leider nicht. Ja, vom Öl weiß ich auch den Stückpreis nicht. Beim Baby war es ein wenig leichter. Aber eventuell sollte man da einfach mal mitschreiben, damit man dann wirklich vergleichen kann. Ja, warte, genau. Ich habe eh nur. Ich glaube, ich habe ja. Handschuhfach nur ein Ding. Der kann im Leben nicht Vierte sein, erst. Was? Der kann nicht Vierte sein. Wer? Der später Kummer, der kann sein Benzin nicht allein so schnell voll gemacht haben. Vielleicht hat er noch was drin gehabt, keine Ahnung. Hat ihn mal aufgeführt. Okay, das. Ich hoffe nur nicht, dass die uns jetzt dann ausmachen, ja. Das war Arsch, ja. Glaubst du das? Glaubst du, ist dir das schon mal passiert? Was? Naja, also nicht einer mit einem LKW. Aber keine Ahnung, warum er jetzt so schon hastig los ist. Wird schon seine Gründe haben, aber ja, voll kann der nicht sein. Das macht keinen Sinn. Ja. Außer der hat irgendwie eine Pumpe oder so. Vielleicht hat er Pumpe. Das könnte sein. Ja, das. Vielleicht. Irgend so ein Pumpgerät. Hm? Oder einen Schlauch, damit er gleich anzapfen kann, da beim Ölturm. Deswegen wieder, dass ich so den Häusl da gestellt habe. Kann sein, ja. Ja, dann anzapft haben. Unzapft dies! Christian, servus. Boah, jetzt werde ich da nochmal zwei Tage wahrscheinlich Pause machen, weil das geht schon ins Kreuz. Ja. Geht echt ins Kreuz. Ich habe geschaut, wo wir den Mozzarella verkauft haben. Da hätte es ein Haus gegeben. Ich weiß aber wahrscheinlich der Tagespreis 12.500. Das wird wahrscheinlich der Tagespreis sein, ja. Da bist halt du dann am Arsch der Welt nicht. Wo war das nicht? Achso, bei dem Mozzarella. Ja, genau. Da, wo wir verkauft haben. Ja.
Ich finde, dass die Gegend dort aber eigentlich ziemlich schön ist, gerade am Strand und so direkt so. Na ja, aber also. Dort hast halt ein bisschen. Ja, weil klar ist da nichts in der Nähe. Schon klar. Das haben wir schon ganz schön gekriegt. Ja, schau mal, ja, in 3 Tagen haben wir das. Bin ich schon so weit gegangen. Ich glaube, dass das Öl nur ein wenig lukrativer wäre. Aber ja, so viel habe ich halt auch noch nicht verortet bzw. verkauft. Dem. Schauen wir mal, was halt rauskommt. Und. Wird auf jeden Fall ordentlich sein. Ja, 21 noch. Ja, warte, dann mache ich das voll. Dann machen wir uns nur unsere Taschen voll und dann fahren wir, würde ich sagen. Klingt noch am Plan. Die Hosentaschen brauchen wir ja eh nicht voll machen. Ja. Die sind ja wurscht. Community, was sind denn Community Plaza schon mal? Kann man da reingehen? Nein, im Netz. No, dann nicht. Weil ich das komisch gefunden hab, dass man da nicht eine, ich hab erwartet, da kann man reingehen. Wahrscheinlich haben sie das irgendwie für spezielle Anlässe, sperren sie es auf wahrscheinlich. Ich werde mich trotzdem mal den nächsten Tag bei der Polizei eigentlich rumtreiben. Mal schauen, was man so mitkriegt und hört. Auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ja, wer dann Heli? Also ich hätte jetzt nichts. Sondern es kehrt. Du? Ja. Wo? Jetzt habe ich nur besser gehört. Aber es hängt doch nicht. Komisch. Ich glaub, Geister? Drüben, nein, ich glaube, da ist wirklich was. Bitte mal sicher nicht ein. Also, ich bin voll. A30. Du kriegst nur eine. Passt. So gespannt, was wir kriegen. Mhm. So gespannt, ob wir ausgeraubt werden oder nicht. Ah, ich glaub nicht, dass die da so schnell ausrauben. Ich glaub, dass sie das nicht rentiert. Meinst du nicht? Ich glaub, da muss es was Heftigeres geben. Sonst. Ja, die Gangs sollen sie untereinander bekriegen. Wie sollen uns Zivilisten in Ruhe lassen? Nein. Aber wenn du schaust, wie viele Leute hast, da hast in die Gangs. Ja, für hast und die Raum tut aus und da aus, naja, dann kommt sicher und nicht jetzt, das mit zusammen. Also ich weiß ja, dass die Blauen zum Beispiel gar keine Leute ausrauben. Okay. Du kehrst ja das meiner Meinung nach auch. Was machen die Blauen sonst? Ja, die kämpfen halt gegen die anderen Gangs. Gang machen und nicht
Der Polizist werden. Die Frage ist halt, was, ob du als Polizist da was sehen kannst. Du einfach nur den Dienst schon. Machst, ne? Na, doch, sicher. Okay. Dann werde ich schon Feier unter Marsch machen. Bis nicht die anderen Cops, die angeblich gestorben sind, auch probiert haben. Das ist die Frage, gell? Ich hab da mal 7 Kilo mal geschoben, gell? Bin ich mehr als voll, passt. Weg. Passt. So, fahren wir rüber. Ah, jetzt geht's. Das Langsame ist eigentlich nur das Aufsammeln am Anfang. Dann muss ich sagen, dann geht's dahin eigentlich. Weil das Verarbeiten dauert bei weitem nicht. Ich meine, bei der Menge sicher auch länger, aber bei weitem nicht so lang. Vielleicht schaffe ich es morgen einmal, dass ich mit dem Controller spiele. Das wäre ein Wahnsinn. Wir müssen uns schon wieder nicht an die Verkehrsregeln halten, geil. Oh, ich sollte aber drauf bleiben. Wir kennen den Weg ja nicht. Will man nicht. Ich weiß nicht, ob es das nicht schon alles gibt, Lukas. Aber das gilt es eben, die Tage herauszufinden, was schon alles gibt und was nicht. Und das ist das Coole am Rollenspiel, dass eben wo bist, wo du dich nicht auskennst, wo du dich zurechtfinden musst und so. Aber wenn man hier am Anfang leider Gottes sehr viel gleiche Dinge macht. Aber wie ich es gesagt habe am Anfang, ich spüre offscreen, das heißt, ich spüre ohne Stream. Oder aufnehmen durch das Ende, aber ich spiele ohne Stream. Und folgerechtlich komme ich da auch ein bisschen weiter, ne? Ibarra! Oder da hängt ein Fuhr. Ich weiß, mir würde ein bisschen interessieren, wie viel es maximal Leute hier spielen können. Ich glaube 300 kann das sein. Das würde mich mega interessieren. Er will wahrscheinlich dann noch Weintour starten. Naja. Eli. Ein Pizza 7 auf, mit Big schon voll. Wahnsinn.
Altis, ja was? Was ist los? Was ist los? Da ist ja mal überhaupt gar nichts los. Ja, da ist nichts los, ja, ja. Aber ja, umso das, besser. Ja, gut, das weiß ich nicht. Doch, das ist sehr gut. Aber ihr könnt vielleicht so Security und Squatten-Ding machen. Ihr könnt dort den fragen, ob er vielleicht hinkommt zum Verkaufen. Wer? Was? Wer denn? Ja, der, was mir das glichen hat. Er ist ja von irgendwie von der dunklen Bruderschaft oder so. Ja, was soll der machen beim Verkauf? Naja, der hat Waffen. Ach so, wegen der Eskorte war's. Mhm. Ich glaub kaum, dass die anderen mit dem anlegen wird. Na eh, aber vielleicht kennt die Bruderschaft nicht auf. Nicht, dass die noch anwecken, dass wir da Natur machen. Wieso? Der hat mir den gleichen, der wird mir jetzt nicht ausnehmen. Was denn? Wollen die Leute nicht reinschauen, nicht? Der, der denkt, ja, jetzt hat er einen Benzin voller Treibstoff gemacht, dann. Na, die nehmen uns nicht aus. Es kommt ja nur der Typ, der was mit den Glien hat. Danke, Mario. Macht ja überhaupt keinen Sinn, dass er das was, ne? Ja, Vertrauen aufbauen und dann ausräumen macht doch Sinn, wenn es Verbrecher bin. Hm. Ja, stimmt. Wenn du Verbrecher bist, ne? Was sonst, weiß ich nicht. Ich rufe ihn mal an und frage, was er dazu sagen hat. Und was seine Meinung dazu ist. Ich erinnere die ganzen Gruppierungen nicht, aber ja, frag mal. Ich frag mal. Aber 33 Cops geht eigentlich viel. Die zu zweit unterwegs sind, sind 16 Streifen unterwegs. Dann ist im Polizeihauptquartier oder so. Genau, und zwar Treibstoff. Und zwar Öl. Fahröl, was? Was sagt er denn? Hm? Was sagt er denn? Ne, ich hab noch nicht angegriffen. Oh, wer ist? Hier sind's. Nee, nicht jetzt angegriffen.
Ah, jetzt ist er eh voll. Du auch voll? Ich bin voll, ja. Gut. Eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt Öl verkaufen gehen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir ausgeraubt werden? Meine letzte Zeit ist ein bisschen komisch. Es ist viel zu ruhig. Und so. Wir sind gerade fertig mit Verarbeiten. Oh krass. Ja, okay, cool. Dann treffen wir uns dort. Okay, cool. Wo sollen wir warten? Alles klar. Ja klar, wir stellen uns da irgendwo in die Nähe ab und verkaufen noch nicht. Okay. Gut. Bis gleich. Ja, die kommen in Heli. Okay, krass. Mit ganze Bagage, Alter, der packt seine Leute ein. Kommt mit dem Heli. Ab ich dafür. Sag, dass wir gleich keine Kohle mehr haben. Bin ich gespannt. Ich sag, dass wir klar. Ich sag. Ab. Bin ich jetzt aber gespannt, hä? Oh oh. Wir können jetzt überlitzen. Ja. Das ist das geil jetzt. Die holen sie denn sicher. Die darf gar nicht so schnell fallen. Ist eben schon lang, ja. Ja, wo haben sie denn? Oh oh. Setzen Sie sich bitte wieder ins Auto, der Herr. Ich bin Mitarbeiter, ich muss auf meinen Chef warten. Wenn der nicht weiterfährt, kann ich auch nicht weiterfahren. Alles gut, warten Sie so lange mit dem Auto für Ihre und unsere Sicherheit. Super. Ah, diese Tür klemmt immer. Wie will ich das hören? Oh. Unos compreros, señoritos, muchachos, señor. Hay gentios, bacardi, tequila, y baba, tacos, y amor. Hola, hombre, señor, y baba, chivaba. Ich
ihr würdet es hören. Darauf. Ich bin so schadenfroh, dass die Hälfte genug wäre. Machen wir das nicht. Sonst fützen sie mich. Da wetten da Leute gerne mein Handy. Ich würde es so gern hören. Ja. Dorf Sheriff kommt auch vorbei. Oh, jetzt geht Eissperren. Ich würde es hören, das ist so unfair. Telefonieren. Aber bis jetzt. Ah, der telefoniert gerade. Jetzt bin ich gespannt, ob er da jetzt ein Polizist werden darf, wenn er ständig da jetzt irgendwie kleine Delikte begeht. So, wir kommen zu spät übrigens. Ich muss trotzdem reden. Was ist jetzt? Ich muss jetzt trotzdem reden. Das ist interessant. Frage, was haben Sie in dem LKW geladen? Okay. Professor. Würde ich sehr gerne einmal reingucken, wenn Sie nichts gegen haben. Stimmt. Ja, ihr müsst klären, ob ich ein Lawweiler fahren soll oder nicht. Das lässt sich bestimmt gleich klären hier. Bitte, vor Ort. Okay. Alles klar. Sonst können Sie einfach kurz mit Ihrem Chef quatschen und dann können Sie ihn ja fragen. Ja. Sie dürfen gerne einmal nach dem gehen. Danke. Ja, alles in Ordnung. Gut. Ja, dann kommen wir jetzt einmal zu ihrem Geschwindigkeitsverstoß. Also wir hatten Schwierigkeiten, mit ihnen aufzuholen. Ich hatte nämlich ultra laut Musik, deswegen hatte ich auch die Sirenen und alles nicht gehört. Ja. Also ich würde mindestens behaupten, dass sie 40 km/h zu schnell gewesen sind. Außerorts auf Landstraßen wie dieser beispielsweise gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h. Ich glaube mit 140, ich denke, sie waren wesentlich schneller.
aber auf jeden Fall 140 kann ich Ihnen definitiv nachweisen. Da sind alle unsere drei, meine Kollegen und ich sind uns da im einen. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, Sie dürfen den Herrn da oben ruhig nochmal anrufen und sagen, er darf hier landen. Okay. Die Landeerlaubnis hat er jetzt, weil okay, er traut sich scheinbar nicht ganz. Also Landeerlaubnis hast du von denen. Landeerlaubnis hast du von denen. Ja, die wollen mit dir reden anscheinend. Na gut. Ja, wenn ich das mir mal auf ihrem Messgerät anschauen dürfte, wäre das ganz okay. So. Also Messgeräte besitzen wir nicht. Die sind aktuell noch beim Zoll. Die sind noch nicht okay, die werden die wurden noch nicht vom TÜV geprüft, aber meine Kollegen sind als also ich weiß, dass das Ding aber nicht schneller als 130 fährt. Nee, das Ding, das macht beinahe 200 hin. Das weiß ich schon. Was? Ich bin selbst diesen LKW gefahren, da müssen wir jetzt keinen Bären aufbinden. Gut. Also sie waren auf jeden Fall mit dem LKW zu schnell und das um mindestens 140 um mindestens 40 km/h. Also ich binde meinen Kollegen im einen, dass sie mit dem Fahrzeug mindestens 40 km/h zu schnell unterwegs waren. Alles klar. Gut. Ich warte jetzt mal und beobachte die Situation. Wir schauen, was passiert. Ich mit Fragen frei. Ja, klar. Ich habe nur leider gerade kein Geld auf der Hand. Kann ich das auch mit Karte bezahlen? Ja, dann nehmen wir. Ja, klar, kein Ding. Soll ich den dann absperren und hier stehen lassen? Warte mal. Müssen wir Teamspeak raus und rein. Kann jetzt ein bisschen schier werden, tut mir leid. TeamSpeak hat sich verabschiedet. Die Herde, ne? Ganz kurz. Vor ein TeamSpeak, es tut mir so leid. Wenn du lang nichts redst, wird das. Das ist scheiße. Ah, oh, warte auf mich. Boom, gib Gas. Verschnöge. Boah. Das passiert eh nie. Aber jetzt gerade was spannend wird, dass ich den nicht her. Unmenschlich. Nur das haben sie gesagt, das passiert. Kann passieren. Erst hinten, aber sobald du im Spiel bist. Kannst du nicht verbinden. Im Plugin.
Lade, verbinde. Jawohl. Oh, war mir jetzt schlecht. Dein Kollege Schlüssel, also hat er gerade Kopfschmerzen? Ja, ja. Ah, dann hat er den Schlüssel nicht mehr, ne? Ich hab den Schlüssel. Du hast den Schlüssel? Ja. Perfekt. Ne, wir warten auf euch, ne? Weil die Cops haben eigentlich gesagt, die beschützen euch jetzt, aber anscheinend nicht mehr. Okay, das heißt, der Ignaz ist jetzt... Bitte? Der Ignaz ist jetzt mit den Cops mit, ne? Der Kopfschmerzen. Nee. Ja, wir haben eigentlich den Cops gesagt, dass... Jo, bist du wieder da? Renn ich kurz im Laden da hinten, Jo? Bring was mit. Ja. Okay. Also, ich glaube, eine weiße Streife wartet da vorne auf euch. Aber wir fliegen trotzdem weiß mit. Weiß ich nicht. Wir fliegen trotzdem mit. Sicher. Sonst lasse ich den Garten nochmal stehen und wir fahren mit dem Benson. Komm, der Kollege kommt doch gleich mit, oder? Der warten wir auf ihn. Ist okay. Jawohl. Zwei Tabletten und dann kann ich wieder laufen, alles gut. Wasche. Was ist das? Der hat's halt mit den Polizeistreifen. Der zweite, wegen Geschwindigkeit. Muss ich Buße zahlen? Keine Ahnung. Dieses Wetter. Seminar. Wunderschön. Ja. Da muss ich nicht mal meine Kleider waschen. Stimmt. Spart mir immer viel Zeit. Und Sie arbeiten im Security-Bereich? Nö. Okay. Aber wenn halt LKW ausleihen oder so, wenn wir LKWs ausleihen oder sonstiges, dann schützen wir uns natürlich unsere Gegenstände, ne? Kein Bock, dass auf unser LKW geschossen wird oder die Leute, die uns Sachen ausleihen und dann beschossen werden, also. Mhm. Wenn wir schon Möglichkeit haben, ja was? Passiert das öfter? Nö. Oder ausrauben dort hinten, ja. Ab! Aber dass wir oder denen unsere Sachen beschossen werden, nein. Aber wenn er schon anruft und sagt, hier stresst, dann sind wir natürlich da, ne? Okay, ja. Aber wir sind keine Security, wir machen unser Ding. Wissen Sie, wer wir sind? Also ich hab's Ihren Kollegen schon gesagt. Nein, also ich kenne nur in Ignaz kennt Sie, kenne aber Sie nicht. Okay. Also sollen wir ihn sagen? Ja, natürlich. Ja. Also wir sind die Bruderschaft. Die Bruderschaft? Ah, da kommt er zurück, mit der Maske abnehmen. Ah. Er hat ihn mitgenommen. Wieso hier? Ah, er musste Geld zahlen, ne? Ja. Er musste Geld holen wegen dem Schnellfahren. Okay, mach ich. Nee, Spaß. Tab, ja? Mhm. Gut. Und damit würde ich Sie dann auch bereits auf Ihren Weg schicken. Ne? Einmal bitte Fuß vom Gas, ja? Innerorts 60, außerorts. Ja, ich hatte Musik 100. Zu laut. Da will man auch schneller fahren, weil Musik so toll versteh und... Verstehe ich. Ja, kennen Sie, ne? Alles klar. Kein Gut. Problem, Ada. Komm nicht mehr vor. Musik mache ich leise ab sofort. Wundervoll, alles klar. Era, dann dürfen Sie, ne? Na, gut. Einen angenehmen Tag. Ebenfalls, danke. Ciao. Wiedersehen. Sorry, die Hitze, die hat mich. Ey, Mann! Zweites Mal heute! Ja. Ey, fuck!
Dann fahren wir weiter, oder? Ja. Ja, passt. Ey. Und? Oh. Ja. Oh. Die Bruderschaft, alles klar, ja? Okay, na gut. Wieso fordert ihr jetzt so langsam? Ah, geil. Wirklich langsamer. Wo ist schon da? Wow, der war jetzt noch ein, ist er nicht falsch? Ei. Jetzt drückt er schon wieder drauf. Das ist nicht kein gutes Ende. Ich glaube, müssen wir eigentlich stehen bleiben. Ja, ja, aber. Ich habe keinen Weg. Ah, obwohl der Weg ist nur mehr vorne rechts und fertig. Da muss links überholen und das sieht nicht gut aus. Jetzt kommt der Überholen, jetzt fahrt er schneller, oder? Wer arbeitet hier für wen? Du Raser. Jo, Alter, Helikopter-Export. Jo. Oh, shit. Hä? Warte mal. Jetzt habe ich 90 verkauft. Ja, der hat nichts zum Schreiben. Nee, ich meine hier der Typ mit dem Heli. Wir haben sogar eine Eskorte einfach. Nein, es gab ich. Braucht man das jetzt hier? Ja, was verkaufst du da eins? Sie verkaufen eins? Passt schon. Klar, der Typ ist halt endnett. Der ist kein Krimineller. Der ist einfach nur nett.
Ja. Kennst du das? Aua. Ah. Oh, sorry. Oh, musst du doch was sagen, wenn du da hinten stehst. Oh, hast du mal was zu trinken? Ja, natürlich. Das wäre, warte, ich verkaufe das noch nicht schnell. Aber ich bin durstig. As fuck. So. Jetzt muss ich auch noch einen kaufen, aber ist wohl. Na, passt schon, passt schon. So. Tag. Hallo. Moin, moin. Alles gut bei euch, Jungs? Ja, ja. Bei uns schon. Sehr schön. Wer kommt denn da angerannt? Die Bagage. Eure Bagage. Ja, ja. Verdammt, ich komme jetzt nicht mehr an meinen Koffer ran. Hi. Moin. Ja, ihr habt ein bisschen zu nah geparkt, ne? Fahr mal mit dem Blau ein bisschen weg. Ja. Warte mal, ich fahre mal. Oh, nee. Wollte ich nicht. Ach, ich wollte diese. Die Tür geht ja ein bisschen weiter nach vorne stellen, dann einstellen. Ja, warte mal, ey, verdammt. Wieso klemmt diese Tür da und ist die Woche fertig? Keine Sorge, ne? Keine Angst haben, wir machen nichts, ne? Alles gut. Wir passen nur auf die Hände auf. Ja, ich hab da auch den Auftrag ab. Deine Freunde. Tja. Reva. Ja. Wenn ihr ein Schild guckt, dann wisst ihr auch, was ich mache. Ja, ich mach grad sowas ähnliches. Security. Nee. Security. Security macht er. Okay. Tut mir leid, ich war nicht gut in der Schule. Tut mir leid. Ach Mensch. Kann nicht jeder gut sein, ne? Ja, auf den Karre zu kacken. Nur bei den schlechten werden die guten besser. Ja gut, also wir hätten es. Wo er recht hat. Fahren wir, oder? Thomas. Ja, fertig. Ich bin direkt hinter dir. Auf geht's. Mach ich nochmal? Ich wünsche euch einen guten. Ja, ich wünsche auch guten. Guten Appetit. Jo. Danke. Bitte, bitte. Tülü. Ja. Seba, hör auf die Karre zu kacken. Ja. Ich weiß es nicht, danke dir. Das sind die geilsten Leute überhaupt. Schau's da an, Alter. Die haben den Typen gerade verscheucht. Der hat uns locker ausgenommen, wett dir was. Locker. Ja. Und du musst dich ja von der Polizei aus. Ja, kennen wir, da sind's gleich alle vier anderen. Das auf geht's, das, Alter. Ja, wo fährst du hin? Fährst du hin? Bei dem hin. Gehen wir mal Gehör einzahlen, würde ich sagen. Ja, ist ein guter Plan, ne? Next ATM ist. Drei Stunden 16 leckt mich mal. Eieieiei. Was nicht. Bruderschaft. Wird ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaub, die haben. Das gibt's nicht. Die machen das doch nicht alles für nichts. Das nicht. Das glaube ich nicht. Da werden noch irgendwo Zinsen oder so weiter kommen oder. Irgend sowas kommt da. Glaube ich schon. Das kommt mir sehr, sehr spanisch vor. Vermeintlich guten.
Wir wollen nichts, wir geben da einen fetten Transporter, easy going, wir beschützen dich für nichts, wir machen das, weil wir so gut sind. Muss ein bisschen lauter reden. Nächster Bankomat ist. So, warte mal. Ja, beim 24-7 ist einer. Sehr unten einer. Wo oben da, links die Straßen. Ja, fix. Wenn's 5000 zahlst, ja, ist okay. Aber ich weiß nicht, ich glaub das nicht, dass das so gut ausgeht. Aber treffen dort in Ignaz. Ja, muss ich nochmal reden mit ihm. Kommt das Spanisch vor. Was ist F? Frisch Obst, oder? Irgend sowas, ne? Bis jetzt nicht? Nein, nein. Oh, oh. Oh fuck, Bankomat. Ah, schnell Bankomat. Ja, ja. Was denn da jetzt da? Was war denn da jetzt auf der Straße? Wie viele Transporter? Ja, so sehen. Alle. Da hinten hinstößt, du fährst nicht einmal auf. Ich glaube da trotzdem, da kommt noch was von denen. Von denen? Ja, ich weiß nicht, irgendeine Rechnung. Die geben da nicht und beschützen die und dornen für nichts. Machen es nicht. Macht keiner. Egal, ich reiz es so lange aus. Solange mir Geld am Konto ist, ist mir wurscht. So. Na ja, ich weiß der, aber. Ja, ich verstehe das schon, dass du so misstrauisch bist, aber ich bin da ein bisschen gutmütig. Ich glaube, so wie die Typen eben. Einer ist verrückt, die andere versucht am Truck zu kacken, ich weiß nicht. Ja, der Anführer oder wer, das war ja ist eh normal, aber. Zumindest redet er normal. Ja, was ist der nächste Plan? Mach mal runden Wein, würde ich sagen. Machen wir jetzt noch unten bei? Nein, ich weiß nicht. Ja. Das ist schon ein bisschen viel. Wo hättest du gern den Guardian? Hm? Wo hättest du gern den Guardian? Wo ich meinen Guardian gern hätte? Ja, ja. Ja, stehen zur Gerichtsgarage, würde ich sagen. Okay. Weil ich werde jetzt auf jeden Fall nur das mit der Polizei auch abklären. Oder nein, stellen auch zum Community Plaza. Okay. Ist gescheiter. Passt. Ja, passt, dann kann ich nämlich weiterfahren. Genau, deswegen. Stellen da einfach hin und zeigen uns nochmal irgendwann. Wir rufen uns wieder zusammen. Und sie was geht. Ich rufe die an, wenn der Theodor wieder da ist, einfach. Das ist einmal ein Plan. Wenn ich noch da bin, fahr ich noch eine Runde mit, wenn nicht. Ja, mal schauen, ob wir überhaupt da runter fahren. Jo, jo. Alles klar, gell? Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Passt mir. Ja. Ciao. Muss ich dir einen Schlüssel zurückgeben? Na. Okay. Das ist eine Kopie. Okay. Stimmt, Mazda, der ist. So, jetzt machen wir ein bisschen Polizeirevier unsicher.
Oh, da steht nur fetterer Transport. Oh, oh. Was ist denn hier los? Geil. Ja, aber voll. Hast du es gesehen? Warte, ich muss echt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass jetzt die Polizei wieder vermehrt hier kontrolliert. Immer das links-rechts schauen, geht mir ein bisschen zager. Oh, einiges. Spürst du das auch, Lukas? Respekt, dass ich da einfach mal aus Versehen jemand mitnehme. Ach so, Armer. Armer war cool, ja. Aber es gibt eh noch altes Life, oder? Okay. Warum das eigentlich dann aufhört irgendwann? Woher geht der alles halt? Es ist halt, ja. Mir persönlich ist leider Gottes in GTA auch lieber. Also wie, obwohl ich so kein GTA spiele, ist mir das aber total lieber. Scheiß Pinöppel hier. Lass sie nicht einpacken, Mann. Hier los. Kopf. Ah. So richtig, ich muss. Verstehe. Jedes Mal, wenn es den auch aufs Erhebt wird, das ist nicht normal. Ja. Jo, kein Stress. Ja, was Signals? Was ist los? Ja, der lässt mich nicht einpacken. Die Fahrzeugpapiere nicht haben, nur den Schlüssel. Wie meinst du? Kann der nicht einpacken? Ja, klar. Ja, das weißt du ja nicht. Oh, das ist einfach nur eine interessante Farbe. Achso. Ah, ja. Domin. Klar kannst du nicht einpacken, ist nicht deiner erst. Zeige mal, ja. Ja, weiß ich, dass du da runterfährst. Hast du die Raden gesehen? Ja. Alter. Schleif dich. Das ist ja Wahnsinn. Also, kannst du um K-Ecken fahren, ohne dass du irgendeiner Gang begegnest. Wo tust du ein Auto waschen? Ha? Wo kannst du ein Auto waschen? Wie, wo kannst du ein Auto waschen? Der Auto schaut schon ziemlich aus. Wasche ein Auto. Putzen. Ah, ja, puh, muss schauen. Ist ja irre, Herrst. Ich glaube, ich kaufe für die Stadt irgendeinen Job oder so. Ich glaube, ich will mir dem Nissan eignen, mal so einen geilen Nissan, Alter, wenn ich ein Geld dafür hab. Das sind zwei Tage oder so. 300.000 kostet der Spaß. Oh. Ja, sollte die halt haben. Halt.
Na, keine Ahnung. Mal schauen, wenn der Zio da zurückkommt, dann ja, aber ansonsten, wenn er nicht heute kommt, dann werde ich dann halt auch nichts mehr machen. Ja. Ich habe gesagt, jetzt eine Runde rüber. Weil was er will, gehen oder fahren soll. Er ist halt ein bisschen weit. Soll ich dann mein BMX ausleichen? Was ist da? Ja, das kann ich dann wieder, das kann ich wieder nicht. Ja. Das BMX ist mir ja so wurscht. Ja. Das. Die $500. Gruppe geht, wir haben mitbekommen. Nein, das ist belegt. Okay, gut. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Ich hab da nur die Taschen im Pickup eingeklickt. Ja, hast du das nicht in rosa gehabt? Wie schaut das aus? Das, oh, danke. Das ist der Hustenbobo nehmen. Okay. Vielleicht einmal zum Ohrenarzt. Na, egal. Alles klar, passt. Ja, dann nicht. Ich werde mal meine Ohren durchchecken lassen, vielleicht. Aber wir rufen uns zusammen. Es. Würde hören. Oh, das. Naja, Freunde, jetzt ist es aber eh schon verdammt spät. Wir haben jetzt über die Häuser. Ich gehe dann morgen zur Polizeistation. Und ihr seht da ständig, das ist wahrscheinlich schon ein Zeichen. Hab mich sehr gefreut. Wahnsinn, wie geil das heute wieder war. Ich meine, ja, das Farmen gehört halt dazu, leider Gottes. Aber wir haben schon einiges an Kohle gemacht, wenn wir mal reinschauen. Wir haben hier jetzt schon 44.221. Und das ist schon heftig, ja. Wenn wir sie nicht beschweren. Deswegen sage ich Dankeschön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Geile Veranstaltung da auf jeden Fall. Macht's gut. Beim nächsten Mal. Ich brauche ein Fahrrad. Ich brauche Sportklamotten. So mache ich das eigentlich. Deine, Alter. Jetzt haben wir sie. Ja, jetzt bleiben wir da stehen. Was? Boah. Wir jetzt wieder. Ich drehe eine Runde am Parkplatz, ob jetzt wieder geht. Ist sicherlich kein schlechtes Zeichen. Vielleicht gibt es eine aktuellere Version von dem Vocal, GTA, Vocal-Ding. Weil es trotzdem spät ist, ändert ja nichts an der Uhrzeit.
eine neue Version gibt oder nicht. Was los, Thomas? Ah, ich hab's, mir hat's voll die Ohren verschlagen mit dem scheiß Wetter, echt. Das ist aber ordentlich erfahren, ha? Ja, ja, wenn's dann fertig bist, schaust du es einfach neben die beiden Autos da ran und dann passt das. Neben die beiden, mach ich gerne, ja. Weil mir jetzt vorher voll auf Goschen kommt. Da hinten. ich hab mir fast einen Zahn ausgehauen. Weißt du, länger her mit dem Rad, deswegen hab ich mich geübt. Wenn's das ein wenig machst, den da hier, warte. Und dann. Oh! Also Radlfahren hast du auch nicht gelernt. Ich hab schon lange nicht mehr gemacht. Aber also ich denke, du wirst zum PD. Ich bin dabei, aber ich muss vorher verkehrssicher werden. Meine Güte. Ja, bitte dabei. Bitte. Scheiße, komm, halt nicht mehr weg hier. Ne. Hallo Christoph. Boah, ist das schön, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Ist richtig mal was anderes, hey. Aber wirklich ganz nice, wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer alles mit Rebel fahren muss. Oder fort. Messen tut man nicht, aber wenn man es nicht fährt. Alter. Einerseits würden NPCs die Stadt beleben, andererseits wird cool, wenn jeder Spieler, den siehst, der Mensch ist. Das sind viele Menschen. Los. Das scheiß Ding. Oh, Verzeihung, Entschuldigung. Alles gut. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin auf der Suche nach, ja, tatsächlich Hilfe. Bin vor 3 Tagen eingereist. Mein Gepäckstück ist am Airport verloren gegangen. Ich war jetzt schon überall. Ja. Gibt ein städtisches Büro für diesen Airport. Da war ich schon. Ich war am Airport selber 2 Mal in der Zwischenzeit. Das Problem ist, dass in diesem Koffer wichtige Dokumente sind. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang ist dieser Abgabetermin, dieser Dokumente, und ich weiß da nicht, sehen Sie da Möglichkeit, da nachzufragen oder so? Welche Dokumente brauchen Sie denn unbedingt? Es sind Geschäftsunterlagen mit Kontaktdaten zu dem Kunden bzw. Gesprächspartner und die Unterlagen, die ich dem präsentieren muss. Okay, das müssen Sie einmal ganz oben im Büro machen. Okay. Und da müssen Sie das auch beantragen und alles.
Aber das wird ja länger dauern als wie 24 Stunden, ne? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also also Sie können das beantragen oben im Büro. Ja. Und die werden sich dann wohl, denke ich mal, ein bisschen beratschlagen und gucken und dann wird Ihnen hinterher Bescheid gesagt. Also das dauert definitiv, kann auch 1, 2, 3 Tage dauern. Ja, ich fürchte, dass das dann zu spät ist, weil der Geschäftspartner auch nicht länger in der Stadt bleibt, wenn er nicht kommt zu denen. Das ist schwierig. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es da irgendwie, vielleicht passiert das öfter Übernehmen Sie ihr ein Geschäft? Na. Ich bin Außendienstmitarbeiter, Fremdenverkehrsbüro in San Andreas. Ja. Und wollte eigentlich hier bezüglich Sehenswürdigkeiten und Touren und so weiter mit treffen, mit jemandem. Ja. Aber ich habe ja leider selbst die nicht einmal die Telefonnummer von dem Herrn. Mir ist dieses Dossier mitgegeben worden und ja, okay, ich habe es reingelegt und gar nicht angeschaut, gar nicht eingespeichert. Ja, also da würde ich sie definitiv, ich würde ins Büro ganz oben gehen. Okay. Da mal nachfragen. Perfekt, super. Danke vielmals. Okay. Tschüss. Nicht zu danken. Entschuldigung, nochmal rauf geht's wo? Ja, das machen sie nicht hier. Ach so, das ist nicht im Gebäude. Nein. Okay. Danke. Bitte. Moin moin. Und was treibt? Einsatz? Ich glaube, dass ihr Support braucht. Ah! Ich brauche keinen Support! Herrgott! Ah, sieht ein Vorraum. Ja. Ich brauch kein Vorraum, ich brauch das scheiß Gepäckstück. Zweifel hier. Wer kommt auch noch vorbei und sagt, ich soll mir da nicht hersetzen? Drei. Zwei. Eins. Okay. Ich bin völlig scheißegal, ob ich da sitze oder nicht. Mir ist auch wurscht. Es sind aber viele Polizisten, finde ich persönlich. Also wenn genug Polizisten da sind, dass die da rumstehen. Rauchen die alle? Das wird sein. Irgendwie ist schon spannend, Polizist, aber er ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Einmal. Heißt dann, Entschuldigung, ja? Ja. Achso, sind gerade beschäftigt, okay, sorry. Nein, jetzt passt schon. Ich hab fertig gefunden. Ich hab ein paar Krabbensuppen gekocht und hab die schon in der Stadt verteilt auf den Parkplätzen. Die Leute waren echt angetan davon. Und ich hab noch 25 Stück. Ich dachte da an euch ein bisschen mit euren Nachtschichten und so weiter. Also schöne warme Krabbensuppe. Habt ihr vielleicht Interesse? Also, ich kann so für die kaufen. Kollegen. Aber. Ja, kann man auch essen. Aber wenn Sie wirklich viel verkaufen wollen, dann müssen Sie dort in die Runde mal fragen. Ja, aber die sind ja gerade in der Besprechung, wie es aussieht, da wollte ich jetzt nicht stören. Ne? So. Nein, nicht, dass ich wüsste, sie sind einfach nur am Reden. Oder? Oh, das klang irgendwie anders, ich bin da schnell weg. Ja, genau. Ja.
Nein, nein, er ist gegangen. Er meinte, er hat nicht so viel Zeit. Ich bin 0:15. Ja. Bereit, oder? Ich gehe weg. Sie haben den Vorwahl, oder? 8077. 869. 869. Ja, genau. Jason Fox. Das ist ganz spannend, auf nur zuzuschauen. Der Officer ist zurück. Habt ihr eine Frage? Ich habe ein paar Krabbensuppen gekocht. Ich habe die schon in der Stadt auf den Parkplätzen verteilt. Und die kamen bei den Leuten wunderbar an. Und da dachte ich so ein bisschen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber. Wir sind 34. Sind Sie 10 Minuten noch da oder? Okay, ja, er ist 10 Minuten noch da. Ja, bitte beeilen Sie sich, wenn es möglich ist. Nein, 869. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Also für mich sind da völlig ausreichend Polizisten. Ja. Boah, kennst du einen mit Vorlieben für Krabbensuppe hier? Okay. So, dann. War der Weg umsonst. Schade, ich dachte gerade, ihr Polizisten vielleicht in der letzten. Na. Schade eigentlich. Jo, ja. Wo siehst du das, Lukas? Oh, die machen mein Auto immer so schön heil. Ja, das ist... Ich glaub. Jo, da mach ich's, glaub ich, was ich mir schenke. Dankeschön. Ah, cool. Gerne, tschüss. Hey. Okay, das gebe ich Ihnen sofort. Machen wir das unten, ja? Ja. So. Freunde, jetzt reicht mal hier. Ich bringe ihm sein Fahrrad nur zurück, weil ich möchte kein Arsch sein. Ich werde da öfter mal beischauen. Hat das Ding nicht verstanden, was ich wollen habe von dir? Wo ich das glaube ich recht. Wir werden uns von dieser Außendienstmitarbeitergeschichte vermutlich verabschieden, weil das Gepäckstück nicht mehr auftaucht und die jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Das nicht mehr auftauchen wird, wie es ausschaut. I don't be riding. Ja, irgendwas muss ich mir da überlegen. Fährt das Ding nicht schneller? Oder kann ein Kilometer lang sein, wenn es so langsam fährt. Was Schlimmeres geben. Aber es ist durchaus viel los. Nicht so. Late Nights, servus. Sind die noch immer? Yo! My brother. Coming up. Ja, der gefällt mir optisch ganz gut. Ich glaube nicht, dass du dafür reinkriegst, aber optisch gefällt mir der ganz gut. Hey, da geht nix mit dem. Mace Bank. Ja, gar nicht so wenig, aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich machen möchte mit der Kohle, weil das Ding ist, ich würde ungern jetzt die nächsten Wochen nur damit verbringen, dass ich Öl oder irgendwie Wein oder sonst was sammle.
Das würde ich gerne vermeiden. Aber ich glaube, komplett vermeiden lässt es sich nicht. Man sieht's, der Ignaz hat jetzt so viel schon Kohle gemacht. Wahnsinn. Na, ich bin Österreicher. So, la. Kollegen würde ja gerne mal abchecken, aber. Boah. Dieses kleine Ding lässt sich nicht leicht abspielen. Ich probiere jetzt mal was aus. Da wählt doch mal Affe aus. Ist. Dings. Alter, leck mir den Arsch! Will unbemerkt dabei treten! Undercover, leck mir den Arsch! Das ist. So lange habe ich schon lange nicht mehr gestreamt. Hätte ich mal meinen besten Anzug angezogen. Ich warte drauf, dass einer herkommt. Ah, jetzt hat sich da drüben einer hingestellt, schau. Ja, das war eine Tür. Undercover. Das schwierigste Wort halt. Gesehen, servus. Ich glaube, jetzt kommen sie. Ah. Ich glaube, das fällt ihnen gar nicht auf, wahrscheinlich, dass ich da gar nicht dazugehöre. Wir zwei schauen uns ja total ähnlich. Freut mir, dass ich da jetzt einer hingestellt hat, ich mich da hergestellt habe und ich habe nicht aufgefallen, dass ich da jetzt stehe, beziehungsweise er halt nicht herkommt und fragt, was ich da mache. Interessiert mich gerade richtig, was da jetzt passiert. Stunden schnell. Was gefällt mir eigentlich? Mir gefällt das mit Handschuh ganz gut. Mir gefallen zwar die fingerlosen Handschuh besser. Und das Hemd gefällt mir gar nicht, was ich auch habe. Aber der Outfit, das Filet gefällt mir jetzt nicht unbedingt.
cool war es ohne Sakko. Das gefällt mir wieder extrem cool. Ja, scheinbar, wenn er nicht einmal checkt, dass ich da nicht dazugehört zu dieser geschlossenen Gesellschaft. Aber wenn du überlegst, die haben alle mal mit nichts angefangen und die haben jetzt solche Autos. Meine Anzüge, ja, hin oder her, ist wurscht. Was ein bisschen stört, ist, dass man nicht verschiedene Kleidungen kaufen kann, die in einem Ort Kleiderschrank anziehen kann. Das stört mich schon. Aber das wird vielleicht noch kommen. Ich weiß halt nicht, wie schlimm es ist, wenn es das mit einer Gruppierung verscherzt oder so. Aber ich denke mal. Ja, ich weiß auch nicht. Ist der Kollege der da drüben? Die werden sie denken, warum hat der das Sakko offen? Eieiei, war da wieder ein Neuling, der nicht aufpasst hat? Wahnsinn. Geil war es ja jetzt, wenn ich da reinkomme jetzt, weil ich sage, hey, er hat seinen Job nicht gemacht oder so, kann ich den übernehmen. Aber so einfach geht's halt auch nicht. Wir sollten ausmachen, Freunde. Die 6 Minuten mache ich jetzt noch. Und dann war's das. Wo ist der Kollege von da drüben hin? Achso, der ist ja drüber gestiegen, genau, ich weiß schon wieder. Einfach freischleusen bei der. Oh shit, ihr Jabbers. Boris, bist du's? Wohl so aus, ne? Dann ist das doch das fehlende Pferd, oder? Ja, auch noch, ja. Gut. Dein Zwillingsbruder sowieso, der ist ja... Yoshi? Ja? Wie kannst du eben nochmal sagen, ich war gerade nicht da. Wo fahren wir hin? Dieses Militärgelände. Wo da, wo du links in Google Maps diesen Treibstoffhandel hast. Achso, du meinst den Flugplatz da? Genau, mit dem großen Turm, wo wir schon mal waren. Ja, da war ich nicht mit. Aber okay, ich weiß, wo du meinst. Pizza. Dann auf geht's. Ja, was mit Boris jetzt? Ist er bereit? Boris. Boris war noch nie bereit. Er ist nicht bereit geboren. Anscheinend nicht. Boris, Mann. Schwing die Hufe. Komm jetzt. Boris. So geil, ich sage Boris Musik, falls er wieder zu sich kommt.
Da ist er, der Boris. Ob er das in der Öffentlichkeit darf. Ich sag gar nichts, dass ich da stehe, das finde ich total faszinierend. Beziehungsweise denen ist es gar nicht aufgefallen, dass sie da stehen. Finde ich genauso faszinierend. Boris Morgan. Okay. Gut. So, Freunde, mit Boris passiert nichts mehr. Mit Boris passiert. Jetzt würde mich aber was mega krass interessieren. Da wird nichts drinnen sein, ne? Aha. Wir sind alle brav, die Autos habt. Das ist phänomenal. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Hat mich gefreut. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.